Und da sind wir wieder, der Brandenburger und sein niedersächsischer Kleiner. Du bist kein Niedersachse. Ja, klar bin ich Niedersachse. Genauso wie Türken keine mehr Deutschen sind. Ach Mann, jetzt geht das schon wieder los. Gott! Hallöchen und herzlich willkommen zu For Defense, der durchschnittliche Podcast eurer sonntaglichen Unterhaltung gleich nach dem Gottesdienst. Stefan. Ein Kumpel von mir, ja, der ist Türke. Amen. Ich habe Amen gesagt. Nee, ein Kumpel von mir ist Türke, ja. Und der hat mir erzählt, hier in Deutschland ist er der Türke. Und wenn er in der Türkei fährt, ist er der Deutsche. Ja, und? Und du bist für viele Leute der Wessi, aber für die Wessis bist du der scheiß Ossi. Bin ich der Ossi. Ja. Bin ich der Ossi. Sag ich doch, genau wie die Türken. Ja, ja. Aber ich habe nicht so viel Haar. Weißt du, bei mir fragen die Leute, war da mal Haar dran? War da mal Haar dran? Wie hieß er? Wer? Der Comedian, der damals diese ganzen... Kajana? Der Comedian sage, du sofort auf Kajana. Nein, kommst, weil du war da mal Haar dran gesagt hast. Das nee, war da mal Haar dran? War da mal Haar dran, nee, Kajana? Ja, da, nein. Das hat wieder an den Satz. Nein. Ja, immer mit süß sauer, ein bisschen Ingwer. Nee, das war das gleiche wie mit wir reiten bis zum Horizont. Ah, das ist ein Comedian, ist ein Gott. Ja. Mike Lehmann ist ein Gott. Ja, Mike Lehmann. Ja. Ich wusste Lehmann, ich wusste nur den Vornamen nicht mehr. Ja. Mike Lehmann ist ein Gott. Ja, wir reiten bis zum Horizont, anklatschen und zurück. Mike Lehmann, ey. Ja. Ach. Ja, das war schon, das war eine andere Zeit. Ey, das war eine gute Zeit, ey. Ich habe gleich ein Bild im Kopf, wie ich mit den ganzen Nazis am Wasserzelten war. Ich war mit meiner Mutter mal am Wasserzelten und da waren dann auch viele Nazis Brandenburg halt. Am Wasserzelten? Ja? Kennst du den Bootsee? Ja, warst du am Wasser, am Zelten oder warst du am Wasserzelten, dass du auf so einer kleinen schwimmenden Insel... Achso, ich war am Wasser, am Zelten. Achso, ja. Okay, gut. Genau. Da habe ich auch letztens drüber nachgedacht und da sind wilde Sachen passiert. Mit deiner Mutter? Nee. Ja, so sieht die. Leider. Nee. Nicht mal meine Mutter lässt mich ran. Ja. Aber Mutti, bitte. Oh, ey, bei seiner Mutter um Sex battle, weißt du? Das ist Rock Bottom. Bei seiner Mutter für ein bisschen Crack um Sex battle. Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 7., 8. Klasse. Und da wart ihr zusammen? Wir waren Zelten. Immer am Bützee-Zelten im Sommer, ja. Manchmal so eine ganze Woche. Zu dritt oder zu zweit? Zu viert. Der Freund meiner Mutter war dabei, meine Mutter war dabei, meine Schwester war dabei. Und natürlich noch die ganzen Dorfdullis, die da auch gezeltet haben, eine Woche lang. Und Bütsee, meinst du? Am Bütsee, genau. Wo war denn der Bütsee nochmal? Wenn du hol mich mal ins Boot. Wenn du von deinem Dorf Richtung Ranslim kommst, ne? Dann fährst du rechts lang zur Bushaltestelle und links ran nach Wall. Und nach genau. Und da fährst du auf eine halbe Strecke hin und dann musst du rechts abbiegen, dann geht's über so einen Feldweg zum Bütsee. Ja, ich habe da auch ein bisschen den Überblick verloren. Da war ja gefühlt in jede Richtung alle 3 Kilometer ein See. Ja. Na, es gab ja auch Richtung Wustrau gab es ja auch, nicht Wustrau, Beetz gab es ja auch einen See. Richtung Beetz, ja. Kann sein, ja. Genau, da war ich immer zelten. Ich war viel zelten. Ich hatte auch mein eigenes Armeezelt, da konnte man einen Poncho draus machen. Warst du damals so ein militanter Militärfreund? Nee, aber die Leute waren alle so militärmäßig drauf, weißt du? Und ein paar waren noch ein bisschen rechts. Ach. Ja, verrückt. Genau. Das war aber ein Zufall. Ja.
Das war ein Zufall. Das war doch eher die Aussage. Gab es denn da am See auch eine Cornetto-Bude? Da gab es auch, so Hippies, die in so einer Zeit gepennt haben und gegenseitig gefickt haben und ganz nach gekifft haben, ja. Nee, eine Cornetto-Bude. Ach so. Ja, Hippies, die im Zelt gefickt haben. So nannten wir bei uns damals die Cornetto-Bude. Was war sonst die Cornetto-Bude? Ich dachte, wo die Hippies sind. Na, wo man Cornetto-Eis kriegt, Mann. Ach so. Ich hab Cornetto mit Korn nicht verwechselt, weil Korn ja Müsli ist. Nee, da gab's gar nichts. Aber geh mal zur Cornetto-Bude, hol doch ein bisschen Nachschub. Ich glaube, du überschätzt die Büzi. Okay. Das ist einfach, ach, da gab's gar nichts. Das war jetzt nichts, wo. Da dann sind keine 100 Meter Strand. Ah. Da sind 10 Meter Strand. Ja. Und so ein Metallklotz. Dann rauer Schotter? Nee, wirklich so ein rauer Metallklotz, so eine Anlegestelle für Boote. Ach so, ja, das war auch, wenn du da Richtung Beetz bist, da war auch irgendwo hinter, und da war auch erst so diese typischen DDR-Betonplatten. Genau. So eine harte Kante. Ja. Also du musstest schon zusehen, auch wie du wieder rauskommst. Wenn du, wenn du reingesprungen bist, musstest du sehen, wie du wieder rauskommst. Ja. Ja, und da waren wir. Ganzen Sommer. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft wir im Trabi von meinem großen Bruder haben wir jede Menge verschiedene Seen frequentiert. Ja, schöner See war Altruppin. Das Komische ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie du schwimmst. Ich bin gerne geschwommen. Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Bin gerne geschwommen. Bis zum schicksalhaften Tag, als der Pädagoge der Tagesgruppe, in der ich immer nach der Schule war, zu unserem Mittwoch sind wir immer schwimmen gegangen mit der Gruppe, und dann nach den Sommerferien kam er zu mir und sagte, kniff mir so in den Nippel und sagte, ganz schön fett geworden. Alter. Und ab dem Tag, da war ich 11, ja, bin ich nie wieder schwimmen gegangen oder habe mich jemandem oben ohne gezeigt. Nie, bis nie? Bis auf einmal, wo mich Daniela mal mit zum Schwimmen, also meine beste Freundin, in so ein Spa, Schwimmbad, Sauna-Ding mitgenommen hat. Und das hat mich viel Überwindung gekostet. Krass, und seitdem sie nie wieder. Das war für mich wirklich, ich war da permanent die ganzen 5 Stunden oder 6 Stunden, die wir da waren, so richtig hart. Kurz vor einer Panikattacke. Krass. Ja. Und das bis heute belasse. Ich habe bis heute mega Komplexe. Ja. Geh zum Arzt. Ja, deswegen mache ich ja Liegestütze. Sobald mein Brustbereich ein bisschen gefestigt ist, reiß ich mein... Ja, das ist keine Heilung, das ist eine Kompensation. Ja. Ja. Also, ja, weiß alle, ich, alle die zuhören, ist nicht schlimm, wenn man zum Arzt geht, wenn man ein bisschen Struggle hat im Kopf. Das ist nicht zu verurteilen. Das ist eine mutige Sache, ein mutiger Schritt einzugehen. Aber jetzt kannst du weiter erzählen. Aber ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Und ich glaube, ich weiß auch, wo der Hurensohn noch wohnt. Vielleicht wäre es ja auch eine gute Kompensation oder eine gute Heilung, ihm mit einem Baseballschläger die Kniescheiben zu brechen. Ja, mach. Ja. Kai hieß der. Wie viel? Weiß ich noch. Kai hieß der. Ja. Kai. Der ist bestimmt jetzt. Hast du den kompletten Namen? Nee. Hm. Mit 11 fragt man noch nicht so nach dem Nachnamen. Sonst hätten wir ihn jetzt doxen können. Ja. Und sagen: Jump him, jump him. Ich weiß, Kai und Petra hießen die beiden. Ich glaube, die haben gefickt. Hm. Ich glaube, wo wir damals in Holland bei Schloss Dankern waren, haben die gefickt. Da hatten wir so eine Urlaubswohnung. Die gefickt, Alter. Die waren beide verheiratet. Alter. Die haben miteinander gefickt. Ach, die waren verheiratet. Ey, die waren nicht miteinander, aber ach so. Jeder für sich. Nee, aber ey, wie gesagt, ist nicht keine Schande, wenn man sich Hilfe holt. Ja. Aber ich bin halt damals gerne schwimmen gegangen, und ich glaube, das war nicht gut, dass er das gesagt hat damals. So. Null. Gibt es auch so, ich hab voll vergessen, wie es genau war. Es gibt auch so Verhalten von Eltern, was den Kindern total schadet. Wie zum Beispiel, nah bist du auch schon aufgestanden? Weißt du?
Wenn du sowas 20 Mal hörst, dann gehst du halt nicht mehr morgens hin und wartest, bis keiner mehr da ist. Weißt du? Ich habe jetzt auch in vielen Podcasts öfter mal so, wenn es so um Erziehung und so ging, so diesen Begriff schwarze Pädagogik gehört. Ja. Und als sie dann so aufzählten, was so unter schwarze Pädagogik fällt, dachte ich mir so, ja, das war unsere Erziehung. war das wirklich. Ja. 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 Das Lustige ist, meine Schwester kriegt das jetzt erst mit, wo sie in der Therapie ist, was hier alles so falsch gelaufen ist. Na ja, gut, das ist ja, ihr habt ja sowieso auch, ihr habt ja auch eine wilde Zeit durchlebt, voll. Ne? Klar. Natürlich. Aber ich habe es halt besser wegreflektieren können. Weil ich auch viel alleine war. Da kann man ein bisschen mehr über sich selber nachdenken, glaube ich. Bin zwar auch kaputt. Ich könnte, glaube ich, auch Hilfe gebrauchen, aber es ist noch im Rahmen. Ja, aber dafür will ich langsam und allein sterben. Ne? Das ist dann mein. Ey, nicht solange es mich gibt. Mein Lasser, ja, toll. Nicht solange es mich gibt. Können wir mich in der Kiste mit reinschmeißen? Der wartet. Lass es doch noch auf, ich komm hoch. Ja. Nee, aber ich habe gerade mal bei ChatGPT, er sollte mir mal 10 Punkte für schwarze Pädagogik geben. Ja. Und er hat jetzt ausgespuckt, erstens autoritäre Strukturen. Schwarze Pädagogik setzt oft auf autoritäre Lehr- und Erziehungsmethoden, bei denen die Macht einseitig vom Erzieher ausgeht. Ja. Bestrafung. Strafen, körperliche oder seelische Gewalt werden als Mittel der Erziehung eingesetzt, um unerwünschtes Verhalten zu unterdrücken. Meine Mutter hat sehr oft gesagt, dann schicken wir dich halt in Heim. Alter, das ist aber schon auf so einem ganz anderen Level. Ja. Das ist schon, Mama hat einen Freund mit nach Hause gebracht, durch die leicht geöffnete Zimmertür nachts. Und im Hintergrund hörst du schon, Hose Bourbon! Ja. So, weißt du? Das ist ja schon, also zum Beispiel sowas wie, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, kommt der Weihnachtsmann nicht. Naja, Pille. Ja, aber, ne, so. Ich wurde angeschrieben, weil die Gardine nicht ordentlich war. Ja gut, das hätte auch mal, meine Mutter ist auch ein Ordnungspedant gewesen. Aber dann hatte sie die Schlaganfälle und jetzt halte ich immer ihren gesunden Arm runter und ohrfeige sie die ganze Zeit und lass die Gardine immer so halb offen stehen. Und dann, sie kommt ja nicht hin. Sie hangelt zwar, aber oh mein. Sag, was willst du machen? Was willst du machen? Ob die es sie nervt? Ob die es sie nervt? Ja, das ist natürlich heftig, Alter. Ja, kommst ins Heim, heftig. Alter. Kommst ins Heim, Alter. Ja. Ey, was hat sich da von deiner Mutter oder deinem Vater? Sei zu meiner Mutter jetzt auch alle mal. Also. It's payback time! Ja, ich hab ja gestern haargenau erzählt, was ich vorhabe. Ich so, du kommst schön nach Polen, dann suchen wir dir die dickste Pflegerin, die es gibt. Und die wird dich die ganze Zeit im Polnisch mit dir reden und sie darf kein Deutsch können. Ja. Und auch nicht willen sein, Deutsch zu lernen. Genau, ja. Nicht soll ihr ferner lieben. Und als morgens um 6 Uhr kommt die rein, schreit sie auf Polnisch an und sie muss das machen, was da passiert. Ja, reißt die Fensterläden auf. Hm? Ja. Wie bei Werner in der Krankenhausszene, wo er in schlafen will. Und fängt sie dann an, mit einem rauen Lappen abzuwaschen. Genau, ja. Ja. Ach ja. Ja. Ey, aber alles gibt's, ne? Also man sieht sich immer zweimal im Leben, sage ich. Ey. Ja, sowas kriegst man halt spät erst mit, was da wirklich gelaufen ist. Und ich meine, ich mache ihr da auch keinen Vorwurf. Ich meine, sie wusste es ja auch nicht besser. Weißt du? Kam deine Mutter denn aus einer gewaltvollen beziehungsweise aus einer strengen Erziehung? Ja, schon. Ja, okay. Ja. Also mein Opa, der hat wirklich alle Kinder geschlagen. Also kein liebevolles? Weiß ich nicht, ob es liebevoll war. Also ich habe nichts Liebevolles aus den Erzählungen gehört, sondern nur, dass es hart war und viele Kinder ganz daran arbeiten. Weißt ja. Jetzt mal ganz unter uns, ne?
Ich kann das nicht verstehen, dass Menschen Kinder in die Welt setzen und nicht verstehen, dass das Allerwichtigste ist, denen irgendwie ein Geborgenes und sie und vor allen Dingen auch Kinder nicht in deinen Scheiß mit reinzuziehen. Ja. Kinder sollten nicht mitkriegen, wenn irgendwas gerade nicht gut läuft. Genau, ja. Ja. Kinder sollten nicht mit den Sorgen Erwachsener belastet werden. So, das ist halt ein Unding. Und das konnten die damals richtig gut. Natürlich fühlt man sich auch als Erwachsener manchmal hilflos und alleine. Und weiß nicht weiter. Also mein ist das mein Schwager? Keine Ahnung. Dein Schwager ist der Mann deiner Schwester. Ja, die sind nicht verheiratet, aber meine Stiefschwester, der hat gesagt, als das Kind noch klein war, ja, hat er manchmal abends gesessen oder hat zu dem Kind gesagt, so, ich setze uns jetzt alle im Wald aus. Weißt du? Weil es einfach zu viel war. Uns alle? Ja, ja. Uns alle? Ja. Okay. Ja, na, weil du mit der Situation, also ist ja krasser Stress. Das musst du ja erstmal, weißt du? Da bist du ja nicht drauf vorbereitet. Es geht ja vielen so. Ey. Auch bei dem Podcast von Hazel Brugger, den ich ab und zu mal gehört habe, die hat abends zu ihrem Mann gesagt, wie heißt er, Thomas? Sagt Thomas, ich erschieße uns jetzt einfach alle. Weil es einfach zu viel war. Genau, und ja. ich deswegen, und das ist genau das, was ich weiß. Also es würde bei mir 365 Tage im Jahr, außer in diesem Jahr 366 Tage. Warte mal, der Februar 29 Tage? Ja. Oh, mehr arbeiten, weniger Geld. Na toll. Danke, Februar. Danke dafür, Februar. Fuß auf dich ist kein Verlass. Ja. Wofür steht das F? Fotze? Ja. Mir wird es das ganze Jahr so gehen. Und deswegen. Viele Leute kommen immer auf mich zu, ja, du hast nur noch nicht die richtige gefunden. Ja, auch du wärst garantiert ein toller Papa. Aber das stimmt. Aber ich weiß aber doch, bist schon was Choleriker, ich möchte. Ja. Stimmt. Ja? Ja, ich glaube, du würdest auch mal laut werden. Aber ich versuche zwar, was das angeht, an mir zu arbeiten und immer versuche, also ich versuche immer. Im Vergleich zu vor 3-4 Jahren hast du gut Progress gemacht. Ja. Ja? Und ich versuche auch in Stresssituationen durchzuatmen und einfach auch mal daran zu denken, ey, das ist in 2 Tagen ist das gerade schon wieder, ne? Völlig irrelevant, was jetzt passiert. Ja, genau. Ich kenne das ja bei mir auch. Ich finde ja auch, also nur mit rationalem Denken kommt man ja in Stresssituationen nicht immer genau weiter, ne? Also der rationale Menschverstand setzt in Stresssituationen immer als erstes aus. Ja, genau. Na, also zumindest bei mir. Ich beneide ja so. Ich beneide und ich fühle mich ja auf eine nicht sexuelle Art, aber trotzdem so zu Menschen hingezogen, die so eine totale Tiefenentspannung haben, weißt du? Wo du das Gefühl hast, komischerweise sind das oft Männer, die sehr stabil sind, sehr groß sind, die so denken, so hier oben kann mir nichts passieren. Ich bin 2,10 Meter, was soll mir passieren? Dann sind die so bärig und dann haben die immer so eine Tiefenentspannung. Entweder das oder sie sind massiv rechtsradikal und haben gewisse Tätowierungen am Kopf. Also da gibt es eigentlich nur zwei Richtungen, in denen die Waagschale kippen kann. Entweder komplett mit sich in einem, sodass sogar Eichhörnchen auf deinem Finger sitzen. Ja, genau. Oder halt, du führst halt die Rote Horde an. Ja. Ja, und marodierst durch Mecklenburg-Vorpommern. Aber die Rote Horde ist so. Sind die Gegenseite. Ja? Ja. Klar. Es gab so eine wundervolle Traumsequenz in Gen V, dem Spin-off zu The Boys. Da erscheint Soldier Boy. Und dann sagen die so, wieso, du bist kein amerikanischer Held. Dich haben doch die Sowjets umgekehrt. Ich bin kein verdammter Sowjet. Mein Blut ist rot. Also nicht kommunistenrot, sondern weiß, blau und rot. Ja. Alles Nazis. Kommunisten sind Nazis. Nazis sind Nazis. Hey, hey. Ich glaube sogar, dass die kleine Oma hier bei uns am Kiosk ein Nazi ist. Nee, aber zurück zum Thema. Ja. Es gibt auf TikTok auch gerade so ein Movement so von so Videos, wo so Frauen rausfinden, dass Männer so im Alltag nie Komplimente kriegen. Hast du mal ein Kompliment bekommen im Alltag? Lass mich kurz überlegen.
Lass mich wirklich mal überlegen. So wie es Frauen jetzt kriegen, wo, wenn zum Beispiel mir jemand sagt, hey, siehst gut aus heute oder so. Ich kriege halt öfter mal ein Kompliment von meiner Rotwein betüdelten Chefin auf der Weihnachtsfeier, aber sonst. Also halt so optische Komplimente. Ah, okay. Hm. Ja, und ich denke, ich kann damit nicht umgehen, weil ich es nicht gewohnt bin, glaube ich. Ich habe einmal mit dem Kompliment bekommen. Okay. Das war in der Schweiz, da hat eine Frau gesagt, schicken Nagellack hast du. Oh. Ja. Und dann hast du gesagt, oh, stop it. Stop it, you. Ja. Ja, sonst nie, ne? Bekommen Männer nicht, glaube ich. Ja, weil wir woran liegt's? Keine Ahnung. Dürfen wir nicht, ja gut, ist aber auch fair, ne? Frauen kriegen die Komplimente und wir beherrschen die Welt. Ja. Und wir beherrschen die Welt. Ja, ja, stimmt schon. Ja, ja. Eigentlich, wenn du so siehst, ja. Also, da ist die eine Seite sehr stumpf von dem Schwert. Aber als unterste Fußvolk hätte ich schon gerne ab und zu mal ein Kompliment. Meinst du so auf politischer Ebene, dass der Kanzler mal so sagt, nee, so, nee. Du da. So im Alltag. So, ey, krasse Schuhe, weil ich trage krasse Schuhe. Okay. Ja, oder super Hintern in der Hose, weil ich habe einen super Hintern in meiner Diggis Hose. Ich habe immer einen super Hintern in meiner Jeans. Ja. Haben einen guten Hintern. Ich habe einen guten Hintern. Ich hasse ja Männer, die so keinen Hintern haben. Also no homo. Ja, das kriegst du halt nicht. Aber ich find nichts schlimmer, als wenn Männer so die Hose so schlabberig am Arsch runterhängen haben. So. Und dann, wenn sie sich beugen, weißt du ganz genau, dass du gleich hier den Kreditkartenschlitz siehst, Alter. Ja. Wo ich mir, ja, das muss doch nicht sein. Bei mir sieht man, dass ich angefangen habe, aus den Knien zu heben. Okay. Ja, weil es geht ja auf dem Hintern. Ja. 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 Ja, ich hab erst aus den Knien angefangen zu heben, als es aus dem Rücken nicht mehr ging. Ja. Ja. Normale Bauarbeiterkrankheit. Fahren wir nochmal eben kurz fort. Gehorsamkeit ist der dritte Punkt. Der Fokus liegt stark auf der Erzwingung von Gehorsam und Disziplin anstatt auf der Förderung von Selbstverantwortung und Selbstkontrolle. Ja. Also, ich habe das ja erzählt, dass mein Neffe nicht mal, dass er beim Raclette saß, kann sein, dass ich das privat erzählt habe, aber dass wir Weihnachten beim Raclette saßen und er da saß und ich glaube, der ist schon 18. Und er guckte seine Mutter an und sagte, ja, was soll ich ihn draufpacken? Ja. Und am liebsten hätte ich ihm die Raclette-Schale um die Ohren gehauen und gesagt, also treu der schwarzen Pädagogik, sofort mit körperlicher Gewalt reagieren. und hätte gesagt, Alter, das ist deine Pfanne. Das ist deine Pfanne, Bruder. Mach drauf, was willst. Aber das wäre dann nett gewesen. Habe ich auch gesagt. Ist deine Pfanne, Bruder? Nee, ich habe gesagt, was du möchtest. Ja, nee. Aber natürlich in einem total genervten Ton und dann so passiv-aggressiv so seitlich auf die Pfanne geguckt. Ja, okay. Während ich mit dem anderen Auge meine Pfanne... Nein, ich hab gesagt, ich sag, Schmuckers, das ist deine Pfanne. Ich sag, kannst drauf machen, was du willst, sei fühl dich frei. Ja. Na? Was hat er gegessen? Aber das hat nichts... Brot? Hat er Brot reingemacht? Ja. Brot getrocknet und trocken Brot gegessen. Selter reingegossen. Erstmal warmes Wasser. Ja. Dann hat er sich eine Packung Instant-Nudeln. Ja, weil das Raclette, das war sowieso so ein IQ-Test für alle. Meine Schwester, die hat dann ihre Schale mit dem Schaber drunter gestellt. Und irgendwann so. Ja. Wieder Plastik, ja. Ja. Oh, nee. Ey. Geil.
Ja, was willst du machen? Mein anderer Neffe, der konnte nicht mit Messer und Gabel essen. Ja. Und da hat meine Schwester, die kann jetzt natürlich die moralische Apostel zu Hause spielen. Ne? Ausblenden, was sie der armen Schaufel angetan hat. Der armen Raclette-Schaufel. Und die hat ihm dann irgendwie, sie sagt das, weil ich so irgendwie einen Schwerbehinderten füttere, ne? Ja. So, weil der hat die Gabel dann so fest. Also erstmal lag da eine schöne Weihnachtsserviette auf den Tellern und dann hat er da sein Zeug schon drauf gepackt und dann sagte meine Schwägerin, ja, nimm doch die Serviette weg. Und meine Schwester, die saß halt neben ihm. Die sagt, der war komplett überfordert, der war in Schockstarre, der wusste nicht, was er tun soll. Der hat nicht ansatzweise in die Richtung der Serviette agiert. Und das passiert halt, wenn Eltern ihr Ding machen. Mein Bruder macht halt sein Ding, der geht arbeiten und dann kommt er nach Hause und macht Internetradio und mit Computer, er hat 1000 Bildschirme und 70 Mikros und so. Kümmert sich um seinen Scheiß, meine Schwägerin trägt Zeitung aus, heißt, die ist nachts, fährt die los um 3, ist irgendwann mittags zu Hause, dann macht die halt noch so ein bisschen Einkauf und hier und da und dann chillt die auch ihr so die letzte Sekunde ihres ihre Daseins. Nuggets. Sie chillt ihre Nuggets, ist ja voraussichtlich. Ja, und wenn einer meiner Neffen irgendwas sagt, dann heißt es immer nur, ja, weißt du, wo es steht, ja, du weißt doch, wo das ist und bla 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 und hier und da, ne? Also die sind komplett, also damals, meine Eltern noch in dem Betrieb, wo mein Bruder damals war, gearbeitet haben, hat meine Mutter auch viel sich um meinen ältesten Neffen gekümmert. Und das war gut. Aber das Problem bei dem war, der hatte so eine Erkrankung im Ohr von Geburt an, dass der nicht richtig hören konnte. Und das merkst du aber erst, wenn die älter werden, weil der hat sehr schwer sprechen gelernt und das muss dann operativ behoben werden. Das Sprechen? Nee, das so. Die Gehörgänge, das irgendwas mit Flüssigkeit oder keine Ahnung. Ja, Wasserkopf halt, ne? Ist das hier Kanisterkopf ausgelaufen? weil der stand immer vor dem Fernseher, hat SpongeBob geguckt und hat dann immer gesagt, poppen, poppen. Und wir fanden das halt süß. Da stand der kleine Bursche und hat poppen gesagt mit seinen 12 Jahren. Oh mein. Und was hat er gemeint? Ja, SpongeBob. Aber der hat zu SpongeBob immer poppen gesagt. Mit 12? Nein, da war er. Okay. Mit 12 wäre schon krass. 4? 3? Okay. 4? Ja. Aber mit 3 sollte man trotzdem eigentlich schon klar reden können. Ey, ich hab mit 4 Jahren auf Salzstangen gepisst und wollte damit das Mädchen im Dorf vergiften. Kennst du die Doku mit einem Kumpel zusammen? Kennst du die Doku mit der 60-jährigen Frau, die noch mal ein Kind haben wollte und ein Kind bekommen hat? Da hat wohl der Wille über die Materie gesiegt. Nee, die hat sich was einpflanzen lassen. Und der Vater, der war schon 70 oder was? Muss ich dir nachher mal zeigen, ist richtig gut. Warum macht man sowas? Ja, genau, und darum geht es in der Doku. Ja. Alter, einfach Schulabschluss cross Sterbebett. Ja, wirklich. Ja, das mit 20 Vollweise. Safe. Ja. Ja. Ich meine, ich bin ja echt noch dankbar. Mein Papa hat, meine Mama haben mich ja echt spät bekommen. Aber ich war jetzt 34. Als mein Papa gestorben ist. Also es war noch okay, er hat noch 34 Jahre. Das ist jetzt nicht. Das schon. Ja. Ne? Aktiv geschätzt. Wie alt war er noch? Ich 81. Okay. Ja, ist. Ja. War ab 80, da kannst du schon. Ja. Ja. Aber da kannst du Haken hintermachen. Ja, nee. Sagt der Bestatter. Ja. Machst du einen Haken hinter, Junge? Machst du einen Haken hinter? Ne? Dumm Fick gut. Ja, was hat das mit dem Tod meines Vaters zu tun? Nix! Ja. ja. Warum sehen Sie aus wie Jan Fenner vom Großstadt drin? aber ich finde das eklig. Ich finde das auch eklig, wenn so alte prominenten Männer immer noch ein Kind kriegen. Ich meine, gut, die Frauen sind ja meistens 50 Jahre jünger, daher hat das Kind wenigstens lange noch was von der Mutter. Ja, aber das Problem ist, sie sind überhaupt nicht mehr am Zahn der Zeit, ne? Nein, absolut nicht. Ja. Und ich bin der Meinung, ein Kind braucht
seinen Vater. Es klingt zwar immer blöd, aber ein Kind braucht seinen Vater. Es ist, also wenn sich viele Pädagogen, egal in welche Richtung, einig sind, dann das für die Entwicklung von einem Kind ein intaktes Elternhaus oder, also was heißt ein Vater? Aber sie... Also du musst in einem gesunden Elternhaus aufwachsen. Ob das jetzt zwei Männer, zwei Frauen sind, aber auf jeden Fall, ich glaube, es ist schon wichtig. Ja, auch zwei They. Ich glaube, es ist für ein Kind schon wichtig, dass du ein Paar siehst, also mit jemandem zusammen siehst, wo du siehst, dass da zwei Menschen sich lieben und diese Liebe halt auf dich projizieren und das, also zusammen an dir arbeiten. So, das ist, ich glaube, ist schon irgendwo wichtig. Ja. Es, ich glaube, es funktioniert auch, wenn du alleinerziehend mit deinem Kind bist. Aber der Stressfaktor für einen alleinerziehenden Menschen ist ja immer höher. In der Regel. Ja, voll. Ich hatte jetzt diese Woche auf der Baustelle, war so ein Klempner. Und der sah halt so krass runtergerockt aus, Alter. Der war, also ich habe ihn gefragt, wie alt er ist. Und er sagt, er ist jetzt 49, wird 50. Und er hat, seine Frau hat halt vor 2 Jahren die Scheidung eingereicht. Die haben 2 Kinder. Ja. Das eine ist 2020 geboren. Und er, ich sag ja, und ja, sagt er, die war in Mutter-Kind-Kur. Und dann kam sie wieder und sagte, ja, es ist wohl besser, dass wir uns scheiden lassen. Die waren seit 95 verheiratet. Krass. Und der kam damit gar nicht klar. Nee. Und der fing dann auch sofort an, ne? Also der fing dann auch sofort mir an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Ne? Da hat er sonst keinen, den das erzählen kann, Stefan. Der so, steht morgens auf, da ist niemand da. Ja. Niemand. Und der wohnt in diesem riesigen Haus, das die gemietet haben, weil er sagt, das ist krasse, wenn er sich jetzt eine kleine Wohnung holen würde, die kostet fast genauso viel wie das ganze Haus. Krass, ey. Also er zahlt 1200 warm jeden Monat für das Haus, 2 Stockwerke. Aha. Und das zahlst du halt wirklich schon für eine Einzimmerwohnung. Krass. Das ist so krass, ne? Ja, tausch doch mit ihm. Ihm erzählte er so, ja, und das Einzige, was die Fotze verdient hätte, wäre eine Kugel im Kopf. Und da dachte ich mir so, okay. Ja, die will gar nicht mit sich reden lassen und die hetzt auch die Kinder jetzt gegen mich auf. Und so. Und ich sag, ja, und ist es irgendwie begründet? Also, ja, ich habe gesagt, ich habe sofort seine Kugel im Kopf. Hat er mir sein Haus zugezogen und die Hände halt so die ganze Zeit so gezittert. Dann habe ich gesagt, ja, oder hast du irgendwie Probleme mit Alkohol? Ja. Und dann sagte er, nee, sagte, das ist wirklich erst seit der Trennung. Das war noch viel schlimmer, sagt er. Weil ich zu ihm gesagt habe, erstmal erzählte er mir, jetzt ficke ich halt eine in Bremerhaven. Oh Mann. Eine ficke ich in Rothenburg. Und eine habe ich hier noch in der Nähe. Und da wechsle ich jedes Wochenende durch. Ich sage, das klingt aber für mich eher danach, als wenn du damit was kompensieren musst. Ja. Ich sage, und vielleicht hast du ja mal mit Therapeuten geredet? Ja, sagt er. Deswegen ist das mit dem Zittern auch wieder weniger, weil es ist innere Unruhe. Ah. Aber der hat, allein letztes Jahr hat er... Ey, wenn er beim Sex hoch so zittert, dann viel Glückwunsch an die 3 Damen. Ja, da hat er... Geheime Presseflamme. Kommt so freitags reingezittert. Ey. Komm schon, ey, jetzt. Ja, muss ich drauf halten, wie auf so eine Idee. Es ist eine 7 auf der Skala, es ist eine 7 auf der Skala, zieh ich aus. Ja. Ja. Hast dich gewaschen, scheißegal, ich zittere. Und hat er mir ein Bild gezeigt von seinem Weber-Grill? Oh, okay. Er hätte sich gekauft, dann hat er so gezeigt, dass er so Gemüsepfannen und so gemacht hat und so. Hat er alleine alles gegessen, weil keiner Gemüsepfannen hat. Ja. Und er sagte auch, dass er neulich dann bei seiner Ex-Frau war und dann wäre da die Tochter und die hätte ihn einfach weggeschubst, dass er gefallen hat, sich noch das Knie, die Kniescheibe gebrochen. Alter. Dann war er jetzt, ja, und der war so richtig, so weißt du, so blutunterlaufene Augenringe. Und ganz ehrlich, mein eigentlich mal. Ich glaube, der wurde nicht geschubst, ich glaube, der war besoffen und ist umgefallen.
mein professioneller Tipp wäre gewesen, Bruder, häng dich nicht. Es wird nicht mehr besser. Alter, der hat mir erzählt, was er das letzte Jahr für seine Ex-Frau schon bezahlt hat. Alter, ich sag, da bleibt nichts über, ne? Bleibt nichts über. Er hat einen Webergrill außer gekauft. Außer für einen Webergrill. Ja. Außer für einen Webergrill. Dann hat er sich, ja, er hat halt Nebengewerbe angemeldet, dann hat sie ihn noch angeschissen, dass er da, also er sagt, ich sag ja, hat sich das denn angeschissen? Ja, sagt er, wir hatten mal Probleme, dann hat sie gesagt, ich bin zu wenig zu Hause, zu wenig für die Kinder da, sagt er, dann war ich, habe ich weniger nebenbei gearbeitet, er hatte Nebengewerbe angemeldet, sagt er, hatte ich nebenbei gut, so gut wie nicht mehr gearbeitet. Dann kam sie aber ein paar, 2 Monate später, ja, wäre aber auch schön, wenn ich mehr Geld mit nach Hause bringen würde. Krass. Sagt er, ja, und sagt dann das, ey, ohne Witz, das ist jetzt halt, um sich ein Bild darum drüber zu machen, halt nur eine Seite. Ne? Es gibt immer 2 Seiten, es gibt immer 2 Beteiligte an so einer Hölle. Natürlich gibt's sowas, aber ich habe nicht, also ich glaube, dass es so das Typische ist, zu lange verheiratet und aus einem tristen Leben wurde irgendwann dann so Hass so. Ja, das haben wir zu lange gehalten. Ja. Ja. Und die haben nicht den, und dann, wenn 2020 noch ein Kind dazu kam, das ist ja dann auch oft so vielleicht ja. auch nochmal ein Kind. Der letzte Hassweg. Ja. Ja. Vielleicht wird es ja durch ein Kind nochmal besser. Aber das ist so, das Ding hätte ich aufnehmen müssen. Und das ist einfach die beste Gegenwehr. Also dann würden die Heiratsquoten noch weiter sinken. Ja. Es ist wirklich, aber wie der mir auch sofort zu seiner Lebensgeschichte, das ist, ich weiß nicht, ich hatte das vor einem halben Jahr mit einem Elektriker in Bremen, da habe ich auch nur gesagt, ja, und, also, ja, bald geht's, ja, und dann fing's an. Ja. Ich fahre jetzt bald wieder 3 Wochen nach Griechenland. Ja, da bin ich ja öfter. Ja, ist jetzt das 2. Jahr. Letztes Jahr habe ich nicht ganz 3 Wochen durchgehalten. Habe ich nur 2 Wochen. Da war auch mein erstes Mal alleine. Ich so, okay. Ja, ich hatte mich gerade von meiner Frau getrennt nach 20 Jahren. Die hat aber das Haus behalten, also ich habe mir, und dann hat er mir, dann ging das noch so 1,5 Stunden, da hat er mir dann erzählt, der hat sich, dann, es gibt so in Wäldern so Campingparzellen, und da sind dann so behilfsmäßige Hütten drauf. Ja, kenne ich. Und der hat sich das Ding komplett, hat sich da eins gekauft. Von dem, irgendwas hat er verkauft. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, genau. Die haben das Haus dann verkauft und mit seiner Hälfte hat er dann sich das Ding gekauft. Ja. Und das hat er komplett neues Dach draufgesetzt, alles und so. Für eine Person hat er sich dann richtig geiles. Und da wohnt er. Da wohnt er. Ja. Und dann hat er auch Internet hinlegen lassen und so, weil die ja kein geiles Internet hatten. Ja. Und so. Und der hat da 2 Jahre investiert. Aber richtig geil, ja. Geiler Hof. Hat richtig alles schön geschottert und so. Das hat er mir alles erzählt. Und auch mit Krieg und so, ja, das liebt man einfach. Das liebt man einfach. Da ist man, ich so, dann bist du ja ganz allein. Ich so, nimmst du keinen Kumpel oder so mit? Ja, die meisten, die haben da keinen Bock drauf und so. Also ich fahre da auch immer mit Motorrad runter und so. Ich denke mir immer so, ey, das ist so. Da hat mir da dann netto einfach 2 Stunden erzählt von seinem Drama mit seiner Frau. Weil er raus muss mit der Info. Ja. Und ich denke mir immer so, das tut mir irgendwie so leid. Die wirken immer alle so verloren. So, weißt du, die haben so den Großteil ihres Lebens mit jemandem verbracht und die sind so leer. Die sind so leer. Die hatten halt so einen langen Zeitraum, wo man nicht individuell, also so als sich, als Individuum gesehen hat. Alles rauslassen, was man ist, genau. Und genau, das, einfach. Das wollen die nach. Genau. Ja, und wenn du so lange in einer Beziehung bist und gar nicht definieren konntest, wie du als Einzelperson was für Interessen und so weiter hast. Also ich meine, ja, das ist jetzt ein bisschen überzogen. Natürlich hast du auch noch eigene Interessen. Aber ich glaube trotzdem, auf einmal wieder so auf eigenen Beinen zu stehen. Das und, kommt halt darauf an, ob die Beziehung gesund ist. Weißt du?
Ja, aber aus dem einen oder anderen Grund, also es geht ja keine Beziehung auseinander, weil alles perfekt ist, ne? Ja, ja, klar. Nee, aber ich meine, wenn die Beziehung gesund ist, dann kannst du dich ja selber noch entfalten. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht so ist, wie wenn du alleine. Nee, na, die Zeit wird weniger sein, ja. Aber wenn ich deinen Partner nicht dabei unterstütze, dann hast du halt einen falschen Partner auch. Ja, aber Beziehungen sind ja nun mal, egal wie gut oder schlecht sie sind, sind ja auch zum großen Teil Kompromiss. Und man versucht ja schon irgendwie immer so ein gutes Ding für alle rauszuhandeln, ne? Bei allem, was man so macht natürlich. Und ist ja auch wichtig, sagen zumindest viele Paartherapeuten, dass man halt auch Sachen gemeinsam hat, ne? Genau, also dass man nicht, dass nicht irgendwie sie geht zum Kegelabend, ich treffe mich mit den Jungs, sowas. Ja, das ist ja so, dass Bullshit, ja. Und man trifft sich halt nur beim Film gucken auf der Couch, ne? Ich meine, gut, man kann auch zusammen Filme gucken, das ist ja auch ein Hobby. Ja, klar. Ne? Aber wem sag ich wirklich, denn? Ja, ja? Wem sag ich denn? Ja. Ja, aber es ist halt jetzt so, das waren halt so zwei Fälle, wo ich gesehen habe, wie hilflos die waren und wie aus, also der Klempner, mit dem ich jetzt diese Woche geredet habe, der kam ja, also das ist ja, wenn das so auseinander geht, auf so bösartige Weise, ne? Und er meint, sie ist nicht gesprächsbereit. Er würde gerne Klarheit schaffen, aber sie wäre halt zu keinem Zeit, sie ist auch nicht bereit, sich zu treffen oder sonst irgendwas. Ja, aber ich glaube, sowas fällt auch nicht plötzlich vom Himmel. Nee, und ich sag ja, und ich denke mir auch immer, da muss echt, also da muss schon was vorgefallen sein. Weil so dieser, also man hasst doch einen Menschen nicht. Gut, kann sein natürlich, dass sie ihn einfach so sehr hasst, weil er sie an diese verschwendeten Jahre oder dass sie jetzt die rückliegenden Jahre als vielleicht so ihre, ja klar, waren die besten Jahre ihres Lebens und die hat sie dieser Beziehung geopfert. Und vielleicht entsteht da dann so eine Hasswirkung, dass man sagt, so, ey, ich habe einfach Hass auf diese Person, weil das am Ende nicht funktioniert hat und ich so viel Zeit verschwendet habe. Mhm. Na, das kann ja sein. Das ist einfach der Gedanke, dass die, deswegen ist es ja vielleicht auch gut, wenn man vielleicht dann auch, natürlich durch Kinder ist es schwierig, also sie will die Kinder ja nicht mal an ihn so, ne, dass er Kontakt zu den Kindern hat. Das ist echt so krass übel ausgegangen, wie es eigentlich nur ausging kann. Sie hat ihn dann auch noch beim Finanzamt angeschossen. Wenn er das volle Sorgerecht bekommen hätte. Ja. Also ich habe nur dann zu ihm gesagt, was man halt so sagen kann, wenn man da keinen Überblick hat. Ich sage, ja, mit deinen Kindern, ey, das Einzige, was halt hilft, ist warten, bis sie alt genug sind und Er kann ja gerichtlich sich besorgen. Ja, nein, aber ich sag mal so, wenn die Kinder jetzt so eine negative Einstellung gegen ihn haben, kann man nur warten, bis die Kinder so alt sind, dass die dann irgendwann mal differenzieren können und ihre Emotionen, also gibt's ja oft, dass selbst wenn die Mutter die Kinder vom Vater oder umgekehrt oder die Mutter von der Mutter oder der Vater vom Vater getrennt hat und nicht wollte, dass sie Kontakt haben, dass sie in einem späteren Alter doch das Interesse haben. Dann kommt eine fette Frau von RTL vorbei und sagt, sind sie jetzt? Komm mit! Ja. Komm mit, wir gehen jetzt zu deinem Vater. Aber ich will keinen Kontakt, doch! Ja. Dann kommt Kai Pflaume, dann kommt nur der Vater zählt. Oh Gott, Kai Pflaumchen, Alter. Ja. Ja. Also, auf jeden Fall, ich glaube, wir sind dahergekommen von... Willst du jetzt alle Klammern schließen? Wir sind hier kein Fachpodcast. Weil wir ja darüber geredet haben, dass einem ja oft gesagt wird, so, dass man ja ein guter Vater wäre oder so. Und aber ich für mich entschieden habe, dass das halt kein Lebensmodell ist, so für mich, ne? Ja, überhaupt. Vater sein. Ja. Ja. Überhaupt nicht. Also ich mit dem Gedanken, mich anfreunden, vielleicht irgendwann nochmal eine Beziehung zu haben, aber ich könnte mich halt auch nicht anfreunden mit dem Gedanken, mit jemandem zusammenzuwohnen, weißt du, so den ganzen Tag aufeinander hängen, so, weißt du? Also ich glaube auch, dass die Zeit heutzutage
eigentlich eine gute Zeit ist, um so ein Modell noch zu kriegen, weil ich glaube, es gibt mehrere Menschen, die auch Bock darauf haben, ihren eigenen Rückzugsort zu behalten, weißt du, und trotzdem gerne eine Beziehung ja, führen möchten. Ja, das glaube ich auch, ja. Ne, aber trotzdem nicht unbedingt 24/7 aufeinander hocken müssen. Du brauchst ja so eine leicht übergewichtige Cosplayerin, die viel Zeit alleine verbringt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, die immer Superpick Cosplay. Ja. Aber nicht in der nicht in der Teenie-Form, sondern als Superpick. Nee, ist dunkle Magiermädchen cosplayt sie. Ja. Ja, aber Schatz, irgendwie halte ich so die Yu-Gi-Oh!-Karte neben sie. Ja. Was willst du mir sagen? Beziehung beendet. Und dann bin ich der Maler, der einem anderen Handwerker auf dem Bau ist. Ja, und dann hat sie einfach mit mir Schluss gemacht, weil ich habe die Yu-Gi-Oh!-Karte so neben sie gehalten und habe gesagt, du Pippi, sag mal, das sieht auf dem Bild ganz anders aus. Die ist ja viel, wieso nicht? So ja, anders, aber das heißt ja nicht, dass es ein falsches Cosplay ist. Ja. Also ich habe nichts gegen Shabby Cosplays. Nee. Nee. Also sollte man auch, finde ich, dann auch antreten mit, weißt du? So Chubby schwarzes Magiermädchen. Ja, genau. So, ja. Weißt du? Ja, 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 ja. Das ist, ich finde immer so, weil sonst, ich finde auch, das ist das gleiche Problem bei Legend of Zelda. So, weißt du, das ist, da kaufst du die Katze im Sack. So, weißt du? Nee. So, das ist Link macht die ganze Arbeit und das verdammte Spiel heißt Legend of Zelda, Alter. Das ist ja die Legende von ihr, nicht die. Ja. Und du läufst halt die ganze Zeit durch das Spiel. Ich meine, Tomb Raider ist auch Tomb Raider und es geht um Lara Croft. Ja. Ja. Aber in einem Tomb. 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 Ja. Tomb. 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 Ja. Ja, also auf jeden Fall, also als außenstehende Person auf pädagogische Maßnahmen und Kinder, die komplett emotional eskalieren, reagiere ich halt immer mit kompletter Abstoßung sämtlicher Essenzen meines Körpers. Ja. Wärst du ein geduldiger Vater? Nee. Ja. Aber ich glaube, geduldiger als du. Aber ich wäre ein Vater. Aber ich glaube, geduldiger als du. Ja. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, da bin ich sehr geduldig, es gibt auch ein paar Sachen, da bin ich nicht so geduldig. Mhm. Ja. Ja, wenn sie wieder beim Gras abschneiden, wieder hier die ganze Pflanze abschneidet, anstatt nur. Ja. Ja, weil die können ja mit der Schere durch den Gras, durch den Garten robben und das Gras mit der Schere schneiden. Ja. Ich hatte dir ja gesagt, du sollst Papas Gras draußen von Unkraut befreien, ne? Ja. Und das hast du ja gemacht, ne? Ja, hast du, ne? Wollen wir nochmal rausgehen und gucken, ob das wirklich alles so gut gezupft ist? Das ist auch so, ist auch schwarze Pädagogik, oder? Ja. So das Kind unter kompletten Stress setzen. Ja, in meiner Ausbildung hatte ich einen Gesellen, der kam dann in den Raum, wenn ich was gemacht habe. Er sagt, das ist richtig, was du da machst. Ja. Dann starte ich ihn so an, wie mein Neffe, die Raclette-Schale. Und irgendwann sagte ich dann, ja, mit Fragezeichen aber immer noch. Und er dann, ja gut, weitermachen. Oh, ja, das, so, ist, weißt, ja. Ja, das ist schwarze Pädagogik am Bau. Ja, wirklich, ja. Ja, dann können wir auch die Folge nennen, schwarze Pädagogik am Bau. Okay. So nennen wir die jetzt, oder? Ja, ja. Brauchen wir ja eigentlich wieder ChatGPT fragen. Schreib mal ein Episode-Titel. Wie das sonst schon machen. Schreib mal ein Episode. Ja. Ja. Ey, Stefan, ich hab die Woche einen neuen Kink entdeckt. Die letzten zwei Wochen. Nee, letzte Woche. Okay. Ja. Dann mal raus damit. Hier ist jetzt Äpfel. Du isst jetzt Äpfel? Ja. Welche Sorte denn? Wir haben so einen Bauern-Support. Ach, Bauernapfel. Bauernapfel. Der gute alte Bauernapfel. Genau. Und ich habe einen Tag, habe ich gedacht, ey, da liegen Äpfel, ich probiere die mal. Aber müsste doch auch trotzdem draufstehen, welche Saat das ist, oder? Ja, steht Elster? Bestimmt irgendwo drauf. Elster vielleicht? Ist das so ein roter Apfel? Nee, ein rötlicher? So? Roten haben wir jetzt da. Davor war so grüner, grün-roter Apfelmix. Und neulich kam eine alte Frau vorbei, die hatte so einen Apfel, wo eine Seite so rot und die andere weiß. Ja. Ja. Nee, und ich hatte mir Samstagabend oder Sonntagabend zwei Äpfel klein geschnitten und die gegessen.
Ah, geschält, also komplett geschält und nicht, dann. Die schälen nicht. Nee. Die, weil ich habe jetzt neue Zähne. Da kann man ja wieder Apfel essen. Da hatte ich ja vorher sonst Angst. Genau, ja. Ich schneide mir den dann in 8 Teilen. Nee, in. Doch, 8 Teile. 8 Teile, okay. Und dann habe ich mir 2 Äpfel klein geschnitten und den gegessen. In 8 Teile, also bei einmal in die Hälfte, dann die Hälfte, nochmal eine Hälfte und dann die Stücke auch noch einmal. Genau, so. Dass du 8 kleine Keile hast. Genau, 8 kleine Keile. Ja. Ja. Und 7 isst du und einen nimmst du, damit die Tür nicht zufällt. Nee, ich habe mir 2 Äpfel gemacht, ich hatte 16 kleine Keile. Ah, geil, dann hast du 15 Stücke. Echt? Und danach hast du aus 10 Metern in Flaschenhals geschissen, oder? Nee. Und dann habe ich ja am nächsten Tag 4 Äpfel gegessen. Alter, Tag hat auch wieder 4. Okay. Und über den Tag verteilt. Ja, ja, genau. Hm? Ja. Ja. Ist sie mit Griebsch? Nee. Der kommt raus. Ich weiß nicht, ist das ein regionales Ding? Der Griebsch ist das in der Mitte. Ja, ja, klar. Die Leute schon raus, ja. 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 Ist du die mit Knorken? Ja, ich esse sie mit Knorken. Ja, ist. Egal, was du da sagst, die Leute, das ist in der Mitte. Das ist ein Stück vom Brot. Ja. In der Kanten, hä? Ja, natürlich. Gibt's da Angst? Pfannkuchen sind Pfannkuchen. Die gibt's morgen zur Suppe, genau. Nee, Pfannkuchen? Ja. Zur Suppe? Ja. Nee, Pfannkuchen sind doch die mit Puderzucker drauf. Yes, nee. Doch, stimmt. Das sind Pfannkuchen. Im Westen heißen sie Berliner, also hier in Niedersachsen. Ja. Und weil bei uns sind ja Pfannkuchen Eierkuchen. Ihr Hurensöhne. Bei uns sind ja hier sind Pfannkuchen. Eierkuchen gibt's so. Eierkuchen. Ja. Eierkuchen sind hier Pfannkuchen. Genau, Eierkuchen gibt's zur Suppe. Genau. Ja. Oh, Eierkuchen. Schön Eierkuchen mal wieder mit Apfelmus, ey. Mopfelmus. Bist du jetzt so ein Apfelfreund? Ja. Apfelfreund Marco. Ich habe jeden Tag 4 Äpfel gegessen, muss ich sagen. Ja, und? Jetzt ist der Arzt bei euch im Dorf verstorben. Ja. Da ist ja nicht mehr klargekommen. Ein Apfel am Tag hätte schon gereicht. Ihm ging schon nicht mehr so gut. Ja, ich bin einfach reingepfiffen, jeden Tag. Hast du einfach reingepfiffen? Ey, ist geil. Es gibt nichts Schlechtes am Apfelessen. Gar nichts. Ah, aber irgendwann ist Fahrt. Ich habe immer einen Apfel gegessen. Golden Delicious. Okay. Aber es war mir auch zu viel. Ich habe auch bei Talk ohne Gast haben sie einen Apfeltest gemacht. Och, und dann ist ja überall so ein wahnsinnige Expertise dann mitgemacht. Dann habe ich auch erst herausgefunden, warum die in manchen Monaten scheiße schmecken, weil der natürlich seine Saison hat. Ja. Der goldene Lisch. Warum steht er dann im Laden, wenn er nur in manchen Monaten seine Saison hat? Warum geben sie mir dann nicht... Immer den höchstgezüchteten Apfel kaufen, das Pink Lady, der schmeckt immer gleich. Der schmeckt, Pink Lady, tönt mich der Name so. Der schmeckt von der äußersten Kante bis zur innersten Kante exakt gleich. Der ist so dämlich hochgezüchtet. Da sieht er aus wie der andere, ja, ja. Da ist auch ein bisschen Chihuahua, glaube ich, mit drin. Da ist ein bisschen Chihuahua mit drin, ja. Oh, irgendwas fehlt dem Apfel. Komm mal her. Utzi, komm mal her. Komm her. Wir müssen dir mal kurz eine kleine DNA-Probe. Apropos DNA, ich habe jetzt den Bernstein aus Jurassic Park mit dem Moskito drin bei Amazon für 55 Euro gibt es den. 55? Ja. Ist das ein Prop oder ist ein Ex-Schlechter? Ja, mit Original, mit dem Brand von Jurassic Park. Und du kannst ein USB-Kabel ranstehen, dann leuchtet er so leicht von unten. Und den hast du gekauft? Nee, habe ich gesehen. Ach, mein Bruder, glaube ich, zum Geburtstag schenkt nicht. Der sammelt ja auch Filme. Und der ist ein großer Jurassic Park-Fan. Echt? Oh. Gott. Und der hat mir das Bild von Vigo dem Karpaten aus Ghostbusters 2 geschenkt. Gut. Aber das ist auch ein Low-Hanging Fruit, das hast du jahrelang gesagt, dass du den haben willst. Das stimmt. Aber keiner hat ihn dir gekauft. Ich habe mir jedes Mal gedacht, wie hieß der denn nochmal? Ja, egal. Ja, wie hieß nochmal der Typ aus Ghostbusters, was ich in 2 Sekunden ergoogeln könnte? Ja. Und jetzt bist du, also ich habe auch viel Äpfel gegessen, immer halt Golden Delicious. Und jetzt ist er mir so fad. Der ist dann irgendwie immer in der Tasche liegen geblieben. Und jetzt bin ich erstmal umgestiegen, so mittags. Ich esse ja mittags das erste Mal beim Karpatenfasten, wie ich es nenne. 2 Mandarinen und eine Banane.
Ja, Banane ist schwierig, weil ich arbeite gegenüber von Edeka und da kann man schnell mal rübergehen und sich zwei Äpfel auf den Band packen. Ja. Aber Banane, da ist immer Glückssache, ob die schon gut ist oder nicht. Ich dachte, da kommen mal so drei Leute von draußen und tackeln dich um und klauen dir die Banane. Ach nee, ist ja die Kokosnuss, die geklaut wurde. Eine Kokosnuss, Alter. So richtig edgy sein und sich eine Kokosnuss und immer so eine kleine Makita-Bohrmaschine so am Halfter haben. Ja. So. Ja, und Strohhalme. So eine Halterung mit Strohhalm. Nee, ein so aus Edelmetall. So ein Strohhalm aus Edelmetall. Weil du auch Strohhalm dazu nehmen kannst. Ey, aber ganz ehrlich, die Fastfood-Ketten lassen uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns einen personifizierten Edelmetallstrohhalm zu holen, weil Pappstrohhalme gehen halt nun mal gar nicht. Ja, stimmt. Na? Hast du schon einen? Nee, werde ich mir aber jetzt mal holen, jetzt wenn es wieder Sommer wird. Dann kannst du wieder Shake holen. Ja. Ja, Stefan Shakeheim, raufgravieren lassen. So eine schöne dicke Röhre. Stefan Shake Time. Aber hol dir einen ohne Knick. Stefans Shake Time. Ohne Knick. Nee, Shake, einfach nur Shake. Shake Time. Okay. Shake Time. Dann noch einen Stanley Cup kaufen, wenn du schon mal dabei bist? Shake Time. Okay. Kann ich eigentlich bei McDonald's und Burger King selbst befüllen lassen? Was? Also kann ich denen da ein Behältnis hingeben und sagen, einmal mit Shake voll machen? Das war so ein Becher? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Deswegen gehen die alle zugrunde. Die sind nicht flexibel genug. Aber den Double Cheeseburger um 20 oder 25 Cent erhöhen von Dezember auf Januar, das können sie. Ja, aber ist das nicht wert? Natürlich ist er das wert. Und ich denke mir, am Ende ist es auch nur bei vier Cheesies ein Euro mehr. Ja. Holst und ich denke mir Double Cheese? Ja. Krass. Ja, aber dann esse ich auch nichts mehr. Würdest du den Triple Cheese kaufen? Nee, okay. Das ist dann schon eine Scheibe zu viel. Ich mag auch den Double Whopper, aber den Triple Whopper, den mag ich nicht. Zu viel Fleisch. Ich finde, zwei Scheiben Fleisch mit dem Rest sind das perfekte Vermauschel. Als ich bei McDonald's gearbeitet habe, ich habe mir manchmal zwei mit vier Scheiben gemacht jeweils. Ja. Weil ich dann schneller mit Essen fertig war und mehr rauchen konnte. Das ist so eine Unterwertigkeit. Ne? Du hast ja, du rauchst ja nicht mehr, also zumindest keine Zigaretten. Sie, Senor. Vermisst du das Rauchen? Ja. Jede Sekunde. Wirklich, Rauchen ist geil. Wenn du mir... Kennst du, wenn du scheißen warst, alles ist richtig solide? Okay. Wenn du einen richtig 100% ordentlichen Schiss hattest. Ja, und danach schön eine rauchen. Nee. Ach so. So fühlst du dich, wenn du direkt nach dem Essen eine Zigarette rauchst. Das ist das Perfekte. Das ist wie morgens, wenn die Sonne aufgeht ist es und nicht. Wenn die abends untergeht, zusammen in einen romantischen Augenblick. Das ist einfach, weil dein Dopaminspiegel so niedrig ist und du dich auf ein normales Level hochrauchen musst. Sag ich doch. Ja. So wie Raucher sich nach einer Zigarette fühlen, fühlen sich nicht Raucher jeden Tag. Außer Dieter nur. Niemals. Doch. Niemals. Doch, ist so. Nee, du hast ja gar nichts, worauf du dich freuen kannst. Doch, aber wenn du jede Stunde dich drauf freuen kannst, jetzt erstmal eine rauchen. Frag Wojtek. Ja, also der gibt mir immer noch Rauchzeichen von der polnischen Grenze aus, ey. Ja. Wo 50 Euro? Ja. Wie hast du den Bauernprotest überstanden? Bevor wir zu so einem ersten Thema kommen, den haben wir letzte Woche zum Jahresbeginn. Oh nein, der Witz der Woche. Der Spruch der Woche. Stefans Spruch der Woche. Lieber Fransen auf dem Kopf als ein Trottel an der Hand. Du bist ja Trottel. Und ich habe die Fransen auf dem Kopf. Und du hast mich an der Hand. Och Mensch. Da muss ich erstmal ein Kreuz hinter. Aber der nächste, der kommt, ist ein von mir als 8-Jähriger oder 7-Jähriger Angekreuzter. Oh, also der wird wahrscheinlich special. Ich wette auf Sexismus. Meinst du, ich war schon als Kind ein Sexist? Ja. Sind halt easy Jokes. Was macht eine Blondine auf Heizung? Die hat gehört, dass er leckt. Ach ja, ja, die hat gehört, dass es leckt. Ja, genau.
Ja, letzte Woche, diese Woche, waren ja die Bauernproteste in Deutschland, wo alle sich auf ihren Traktor geschwungen haben, auf ihre Betsy und sind losmarodiert. Ja. Als ich Montag schon losfuhr und dann durch so eine kleine Bauernschaft noch im Dunkeln des Morgens fuhr, und dann stand da auf einmal schon ein Traktor mit so einem Schild auf der Gabel vorne. Da dachte ich mir, ach fuck, stimmt ja. Ja, was stand auf der Gabel? Keine Ahnung. Heil Hitler, Bismarck, beste Bismarck, ja. Der beste Bismarck. Ich liebe Bismarck, in Klammern, nicht den Fisch. Und so, hä? Ja. Okay, dann bin ich raus. Ja. Ich habe gerade noch an den Hering gedacht. Hm. Ja. Mm. Oh, dazu noch Matthias-Brötchen. Wobei der Original, der Kaiser Bismarck, der war garantiert auch sauer. Garantiert auch, der hatte garantiert auch Schlepphut. Nee, der war super. Ja, war der gut? Ja, schon. Ja? Hm? Ich glaube, in dein Sprüchebuch hättest du ein Kreuz dran gemacht als Achtjähriger. Ja, ja, bei Bismarck? Ja. Ich glaube, der war nicht so gut. Okay. Ich glaube, der war nicht so gut. Bismarck war doch nicht gut. Echt? Wie? Ach, ja, nee, warum? Der Joke. Ach so. Ja. So. Ach so, ich dachte, der richtige Bismarck, weil den mögen ja alle Nazis. Bauern. Nazis. Bauern. Ich komme da mal so durch. Sag ich ja. Ja, also, die haben ja vor kurzem schon mal protestiert. Hm? Haben da ja Berlin Folge. Also, das Problem ist, wenn du in Berlin mit einem Traktor vorfährst und einen ganzen Anhänger Scheiße auf die Straße schmeißt, geht der normale Berliner dran vorbei und denkt sich, ach, schon wieder irgendeine Sau seinen Haufen nicht weggemacht. Ja. Das ist ja, also Berliner sind ja eigentlich, es gibt ja, glaube ich, keine Bevölkerungsschicht wie Berliner, die so daran drauf trainiert sind, Scheiße auszuweichen. Und haben da ja schon eigentlich zum großen Teil eigentlich alles erreicht, was sie erreichen wollten. Es wurde ja, also Cem Özdemir sagt, man hat nochmal drüber geguckt und hat Dinge erkannt, die da eigentlich nicht hätten reingesollt. Man wollte sich ja nicht die Blöße geben, um zu sagen, man ist eingeknickt. Ja. Aber die Bauern haben gesagt, oder der Bauernverbund hat gesagt, wie Marshall, das reicht uns nicht! Ja, leider. Die wollten nämlich den subventionierten Agrardiesel, der jetzt bis 2026 oder 25 limitiert wurde oder datiert wurde, wollten sie dauerhaft sollte der ja bleiben, der die Subvention. Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn die Milchpreise um 1 Cent erhöhen, dann können die sich das leisten, alleine zu zahlen. Ey, ich bin in dem Thema nicht tief genug drin. Ich auch nicht. Und mein Bruder, mein ältester Bruder hat da auch eine sehr flammende Ansprache gehalten, dass da auch sehr viel Hass gegen die Bauern geschürt wird. Ich glaube auch nicht, dass das leicht ist, als kleiner Betrieb in Deutschland. Dass, also auch das mit dem, hatten wir uns drüber unterhalten, mit dem Tierwohl und so weiter. Und das ist auch alles richtig und gut. Aber in erster Linie wurden die Sachen nicht fürs Tierwohl entschieden, sondern um halt kleinen Betrieben das alles noch schwerer zu machen. Und im besten Fall, dass die draufgehen. Weil die meisten Sachen sind halt für die Großbetriebe zum Vorteil, aber für die kleinen Betriebe, diese ganzen Auflagen sind, glaube ich, nicht einfach zu berappen. Und ich kann das halt schon sehr gut nachvollziehen, wenn du als Landwirt, zum Beispiel wenn du im Agrarwesen bist, zum Beispiel der Mann meiner ehemaligen Kollegin, der baut halt, macht halt Agrar. Und den hat natürlich 2020 hat der Grünkohl und Kartoffeln angebaut, ne? Also Pommeskartoffeln. Ich glaube, das hast du letztes Mal erzählt schon. Genau. Und das sind so alles Fakten, wo ich denke so, ich bin in einer sehr linken Bubble auf Blue Sky und da herrscht eigentlich nur eine Meinung, dass die Bauern halt Nazis sind. Dass die da mit ihren Traktoren die Straßen blockieren, dass die keine Rettungswagen durchlassen, gut, was glaube ich auch nur die halbe Wahrheit naja, ist. Weil ich glaube, wenn du also, vorne stehst und ein Rettungswagen bist, kommst du durch. Wenn du 1 Kilometer im Stau stehst und ein Rettungswagen bist, dann kommst du nicht durch. Ist auch nur einer dabei gestorben. Aber
wir dürfen jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass solche Vorfälle auch bei der letzten Generation schon waren, dass jemand gestorben ist, weil das, der Krankenwagen nicht durchkam. Da sehen halt die Kommentare und die Titel in der Bild anders aus. Muss man auch mal sagen. Aber es gibt immer, es gab auch eine letzte Generations Aktivistin, die sagte, ja gut, ist ja nicht schlimm, wenn da ein paar Leute sterben, ja, wir retten hier am Leben. Ne? Also es gibt immer Dinge, wo du kannst aber ja einen nicht auf alles projizieren. Ne? Das ist ja. Und so sehe ich das auch. Ich finde, man darf jetzt nicht alle, also Landwirtschaft und das ist schon wichtig und das ist auch, man braucht jetzt sich jetzt nicht da direkt für uns, aber ja. Nicht nur. Also es ist natürlich, ist die Frage, ey, wie gesagt, ich bin da nicht tief genug drin, um den ganzen Nutzen. Und natürlich kann ich aber auch die Frustration verstehen, dass wenn so die anderen Aktivisten wie die letzte Generation, die ja nun mal das Ziel haben, für alle was rauszuholen, auch für die Landwirte, weil wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen Dauerregen, die ganzen Äcker sind komplett überflutet, die ganzen Ablaufflächen an den an der Hunde hier sind. Ich habe noch nie so viel Wasser gesehen. Ja. Und mein älterer Bruder so, das passiert immer mal. Ich sag ja, dass da mal die Auslauffläche überschwemmt ist, aber bis zum Horizont Wasser. Ne, das war alles über die Ablaufflächen. Die Feuerwehr hatte, glaube ich, noch einen Zugang zu ihrem Dingen. Die hatten da irgendwie drei Zufahrtswege. Einer war noch von dreien verfügbar. Also natürlich kann ich da die Frustration der letzten Generation verstehen, die sagt, wenn du mit einem Traktor da alles abblockierst und aggressiv, protestierst, kriegst du sofort den roten Teppich ausgerollt und die letzte Generation, die ja im Grunde auf die Straße geht, um für alle was Gutes rauszuhandeln, wird im Grunde immer nur wieder mit irgendwelchen mit irgendwelchen Nebelkerzen oder von der Straße getreten. Ja, genau. Und denen wird dann, genau, das ist ja auch ein großer, genau, da sagst du was, dass da so viel Solidarität mit den Bauern herrscht, aber so wenig Solidarität mit der letzten Generation. Und das eins zu eins die gleiche Proteste-Masche. Wir blockieren, wir lassen das alles spüren. Da sagt keiner, ey, wieso macht das nicht vor dem Bundestag? Genau. Weil, wieso, was hat der normale Mensch damit zu tun? Niemand aber sagt es. Doch. Die unsere Backwarenfachverkäuferin hier, die hat gesagt, sagt sie, sie findet das ja alles richtig und gut, aber warum stellen die sich nicht mit ihren Traktoren und kippen den Mist vor den Bundestag? Ja, genau. Ne, warum müssen die Bürger in Geiselhaft nehmen? Ne? Ja. Und der Meinung bin ich eigentlich auch, dass man den Protest eigentlich zu den Treffen, also ich fand zum Beispiel die Aktion der letzten Generation mit Privatjets und so beschmieren, richtig gut. Weil er da kein teures Gerät, was die haben ausgesehen, einen kleinen Flugzeug. Ja. Ja, aber der Gedanke zählt. Ja. Nein, aber ich finde schon, dass es gut ist gegen die Leute, die eigentlich die Verantwortung haben. Genau, ja. Ja. Klar, jeder hat ein kleines bisschen Verantwortung selber, aber wir sind halt nicht die den Unterschied machen. Wenn die Milliardäre in ihrem Handeln etwas ändern, wenn die Politik in ihrem Handeln was ändert, dann passiert was. Ja. Und ich höre immer wieder Leute, die sagen, scheiß mich doch einfach zu mit Gesetzen. Scheiß mich zu mit Gesetzen. Sag ab jetzt so und so. Und jetzt gibt es Subventionen auf das und das. Mach doch die Gesetze so, dass wir endlich auf einen Nenner kommen. Weißt du, ich möchte gerne, dass die sagen so, ey, wenn du jetzt dein Auto abgibst, dann kriegst du 50% des E-Autos subventioniert. So, bums. Peng, Ende aus. So, ich möchte ja, also ich würde alles annehmen, was hilft, dem Planeten und das zu retten. Aber wie gesagt, also solange, aber man hat nicht das Gefühl, dass die Politik das will. Also, dass die Politik da Interesse dran hat. Ist ja klar, dass sie es nicht wollen. Ja. Ja. Mhm.
Und ich bin halt in so einer schwierigen Lage, was so meine Hood in, auf Blue Sky angeht. Weil man will ja nun jetzt auch nicht dann sagen, ja, aber sind ja auch nicht alle Bauern so. Na doch, ja? Klar kann man runterschreiben. Ja. Sind aber die sind sehr, diese, so. Aber die Linke sind halt sehr schnell sich eingeschossen auf etwas. Und dann gibt es halt auch da wenig Differenzierung. Und ganz ehrlich, dass da jetzt Rechte mitlaufen, das war ja wohl, da kannst du ja wohl die Uhr nachstellen, dass ja. Da irgendwelche Faschos mitlaufen, die irgendwelche Systemsturzfantasien. Ja, auch viele Bauern haben ja Systemsturzfantasien. Man ja, ist ja jetzt absolut. Nicht aufgeklärt, dass ein Mensch, wenn man Kartoffeln aus der Erde buddelt, muss man leider auch mal sagen. Also die ja. Wahrscheinlichkeit ist gering, dass da ein Bildungsbürger ja. drunter ist. Oder muss ja, ja nicht ein Bildungsbürger ein Schlaucher sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Hurensöhne ja. halt gibt es, ja. glaube ich, im Bauernjob eher als, weiß ich nicht, Sozialpädagogen. Und kann nur, weil ich Sozialpädagogen gesagt habe. So, sozial was? Ja. Unser Chef sagt auch Montag, eigentlich müssten wir da alle mitgehen. Hä, warum denn, Alter? Ja, die Handwerker haben sich doch alle solidarisiert mit den Bauern. Ja, jetzt noch mal fragen können, ob wir nämlich das protestieren können für kostenlose Farbvergünstigungen. Ja, ich hätte ja sagen können, ja gleich. Bei unserem Gehalt wäre ja okay, mal protestieren. Ja. Nee, so war es nicht gemeint. Ja. Nee, aber warum seidet ihr damit? Ihr habt ja damit gar nichts zu tun. Ich könnte wetten, wenn du dir ein Brot hier von Harry holst, da ist nicht mal deutsches Mehl drin. Ne? Ja, aber einer unserer, unserer Junggesellen, ich nenne ihn jetzt mal Schmendrick, der hat auch gesagt, so ja, er wüsste jetzt auch nicht mehr, wen er wählen soll und so. Und die ganzen, also man müsste ja jetzt eigentlich auch mit protestieren und so. Und das ist immer alles einfach gesagt. Aber wofür wollen wir protestieren? Guck mal, wenn unsere Löhne massiv steigen, du musst es ja an den Kunden weitergeben. Und dir bricht ja der komplette Mittelstand weg. Der bricht ja jetzt, ist ja jetzt schon der normale Mittelstand, ist als Kunde schon fast komplett weg. Ja. Für die wir arbeiten, das sind alles CEOs oder halt ja. in Führungspositionen. Ja, so, Punkt. Weiß ich da. Und es muss ja irgendwo, am Ende will es doch keiner mehr bezahlen. Ja. Das ist ja alles, es ist alles nicht einfach. Und man könnte dann immer wieder am Ende auf den Punkt kommen, dass unser System vielleicht einfach obsolet ist, in dem wir leben. Unser Wirtschaftssystem, unser, ne? Dass wir einfach vielleicht, ja. Wir sollten mal alles Kommunistische Manifest lesen von Marx, Engels und Lenin. Ach. Alles nur Verbrecher. Lenin hat ja überhaupt mitgeschrieben. Ich habe dir jetzt einfach genannt. Ey. Ja. Ich glaube, das hätte ich jetzt keiner hinterfragt. Ich habe letztens überlegt, ob ich es kaufe. Es kostet 2 Euro bei Amazon. Und falls ja. jemand so und so... so boah, ne? Aber ich finde so eine... ja. Was nimmst du da raus, weißt du? Mal schauen. Oh, schlaue Gedanken, ja, aber kein gottverdammter Hurensohn auf dieser Erde wird dir auch nur noch eine Sekunde länger zuhören, wenn du das Wort Kommunismus, Sozialismus oder Marxismus in den Mund nimmst. Doch, Alter. Klar, deine linke Blue Sky Bubble. Ja. Ja. Ganz ehrlich. Da haben wir uns ja, sicher. Geh die Party. Nach den drei Begriffen ist in der KGB-Zentrale gerade so ein rotes Lämpchen angegangen, ja. Alter. Wo bin ich denn, das war der Führer. Ja. Ja. Aber es ist einfach vielleicht auch, also laut Rechnung, irgendwie hatte ich heute gehört bei einem anderen Podcast, sollte, glaube ich, 2040 oder 2050 müsste eigentlich so das Ablaufdatum für die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, sein. Also so, cool. Das, wenn du so die großen Reiche betrachtest, weißt du, die Laufzeit, müsste eigentlich das System und dieses Welt, also so in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, müsste eigentlich dann so seinen Ablauftermin haben. Ja, das machen wir. Und es sieht ja momentan auch alles danach aus, ne, dass die Welt irgendwie sich so. Ja. Ich bin leider zu arm, um das richtig genießen zu können.
Weißt du, wenn ich jetzt so Multimillionär wäre, würde ich mir eine Festung bauen. Mit einem Radiosender oben rein und dann bin ich euer T-Dog. Ja. Au! Ja. Ich würde mir wirklich eine Radiostation bauen. Genug Solar, dass du dich selber versorgen kannst und dann kann ich übers Ödler in meinen Radiosender. Ich habe auf Blue Sky schon die Anzeige rausgemacht, dass ob wir nicht uns einfach alle eine kleine Kommune in Irland bilden wollen. So, weil, so da, weil die noch eine linke Regierung haben? Nee, als Selbstversorger so einfach einen kleinen Hof bewirtschaften. Ey, Irland ist eine gute Ecke. Ja. Ich komme. Haben alle gesagt. Haben alle gesagt. Nein, und nein, weil wir können jetzt ja das Kind also erstmal nur noch mal kurz um Abschluss machen. Wie fandest du die Proteste? Also wie stehst du zu den Protesten? Also ich finde es gut, wenn Leute für ihre Ideale demonstrieren gehen. Das ist immer gut. Mhm. Aber Taschengeld nach Taschengeld betteln, weil die Großkonzerne die Milch nicht kaufen, wenn die 2 Cent teurer sind, ist ein bisschen dumm. Finde ich. Ja, es ist halt auch so ein Großunternehmer, der sich mit den Bauern solidarisiert, gleichzeitig aber die AfD fördert, die ja dagegen ist, die Subventionen und alles abschaffen will, um dann die Bauern noch abhängiger von Großbauern und Großkonzernen zu machen. Ist halt alles so einfach. Also ich finde, die können es wohl ruhig teurer machen. Die sollen das Essen teurer machen. Die sollen es am Verbraucher abgeben. Ja. Und wenn die es wirtschaftlich nicht so überleben können, dann sind sie halt in dem System, in dem wir leben, was nun mal der Kapitalismus ist, sind die halt unten raus. Ja, was sollen und die ganz machen? Ehrlich. Nazis wählen die noch mehr Kapitalismus haben, bringt nichts. Ja. Ja. Ja, also Also ich solidarisiere mich halt so weit mit den Bauern, dass ich weiß, dass es halt wirklich ein anstrengender Job ist und dass, wenn du am Ende des Jahres erst weißt, ob du was erwirtschaftest, ist alles keine Planungssicherheit, ist alles wirklich schlecht, aber ich finde es halt ein bisschen scheinheilig auf der anderen Seite, die gleichen Mittel zu benutzen, die man vor 6 Monaten noch verteufelt hat und wo man noch auf dem Trecker saß und zu seinem Nachbarn dann sagt, die sind doch bescheuert. Genau. Ja. Ne? So, ich soll mal arbeiten gehen. Genau. Ja. Ja. Aber es arbeitet sich halt nicht gut, wenn du, ich sag ja, ich habe auch zu einem gesagt, ich sag, wir werden auch dieses Jahr wieder einen Hitzerekord im Sommer haben. Da schwöre ich, wette ich jetzt einen 50er drauf. Ja, ich würde gerne mit dir wetten, aber ich glaube auch. Und den 50er kriegt einer unserer Zuhörer, wenn es nicht so ist. Zuhörerin. Okay, ihr erinnert uns bitte dran. Ja. Was sag ich mit den 50 Euro? Oder willst du uns Wojtecken? Wojtecken? Oh ja. Oh, Wojtecken ist ein neues Wort für abziehen, okay. Ja. Ja, nur ich bin der Meinung, dass es jetzt auch irgendwo Zeit ist, also. Ich fand das ja auch an der Fähre, ne, mit Robert Habeck, wo denn da, und das waren definitiv keine Bauern. Das waren definitiv keine Bauern. Das war halt so ein rechter Gewaltmob. Ja. Und Robert Habeck hat denen ja angeboten, dass Vertreter auf die Fähre kommen, damit die mit sich unterhalten können. Ja, das haben sie abgelehnt. Haben aber als Gegenvorsteller, dass er rauskommt. Da haben aber dann seine Sicherheitsleute von abgeraten. Ja. Die hätten den einfach, Alter, an Pfahl genagelt. Ja, ich wüsste auch nicht, was da passiert wäre. Also ganz echt. Was sie sich auch ausgemalt haben, das wäre, Das wäre komplett eskaliert. Und ganz ehrlich, das ist ja. Obwohl er seinen Job so vorzüglich macht. Ich habe den jetzt auf Instagram abonniert, weil der macht da ab und zu mal Reden. Der macht das, was Olaf Scholz machen sollte. Ja. Alles super, ey. Aber ich habe auf Blue Sky auch geschrieben, der sollte nicht nur die Reden übernehmen, der sollte gleich das Amt einfach übernehmen. So, also Robert, und das versuche ich, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, den ich jetzt immer wieder bei Gesprächen anbringe von Leuten, die sagen, die Grünen. Ja. Ja, die Grünen haben viele Fehler gemacht, die Grünen haben viel Federn gelassen in der abendierenden Regierung. Ich sage, und dennoch ist Robert Habeck der einzige Politiker aktuell in Deutschland, der die Position des Kanzlers ausfüllen könnte. Ja.
Und da gibt es kein Wenn und Aber. Und wenn der zur Wahl steht, dann, egal wie hoffnungslos es ist, setze ich mein Kreuz. So ist es. Und ich habe noch nie mit so viel Überzeugung mein Kreuz gesetzt, wenn ich es dann tue. Weil dieser Mensch hat so viel Scheiße wie tagtäglich von Yellow Press, von irgendwelchen schlauen Talkshow-Gästen, Kritikern, News von Mundschuh. Ja, auf ihn einprasseln. Und auch wenn man bei ihm krass den Obama-Effekt sieht, Alter, ja. Also der ist innerhalb dieser kurzen Zeit jetzt so stark gealtert, aber der schafft immer wieder klare Worte, der bleibt immer ruhig und der ist immer sehr diplomatisch bei seinen Worten und das ist eine Eigenschaft, die es so selten noch gibt in der Politik. Und er überspitzt nichts. Genau. Er redet ja, sachlich. Er redet genau. Auch, was ich auch gut finde, er redet so, dass es auch der Dümmste verstehen kann. Also er redet sehr einfach. Man kann ihm sehr gut folgen, was er sagen will und was er meint. Ja. Ja, ey, wenn ich mit ihm essen gehen würde und er würde mich fragen, ob ich ihm noch einen Blase nach dem Essen. Ist seine Pflicht. Ist auch er ist dann meine Pflicht, Alter. Ja. Ist auch meine Pflicht, ey. Das ist das Mindeste, was ich ihm wiedergeben kann. Weißt du, was ich ihm zurückgeben kann für die Arbeit, die er macht. Ja. Aber ich hab das vorhin schon zu dir gesagt. Ich glaube, wir sind jetzt diese Woche an einem Punkt angekommen, wo man in Deutschland jetzt, glaube ich, wirklich an dem Punkt ist, wo man Flagge zeigen muss und ganz klar sich egal wie unzufrieden ihr seid, egal wie genervt ihr von diesem Hin- und Her-Wischi-Waschi-Kurs unserer Regierung seid, nichts ist eine Begründung, um sich faschistoiden Strukturen zu unterwerfen. Ja. Nichts, gar nichts. Egal wie unzufrieden ihr seid, Faschismus ist nie die Antwort. Und auch, wie oft sagen das Politiker, als hohle Worthülse, aber wir haben eine fucking historische Verantwortung. Wir haben das fucking Grundgesetz, das darauf aufbaut, dass so eine Scheiße sich hier in Deutschland nie wieder festsetzt. Und diese Woche hat das Korrektiv einen Bericht gebracht, dass es in der Nähe von Potsdam in einem Gasthaus ein Geheimtreffen von AfD-Funktionären, CDU-Mitgliedern und halt Geldgebern gab, die sich zusammen getroffen haben, um gemütlich über einen Masterplan zur Entfernung von Millionen von Migranten, Remigration. Wie sie es so schön nennen. War da der Dingstyp, der Hans im Glück-Typ? Genau. Ja, okay. Unter anderem der Besitzer der Kette Hans im Glück, weswegen Hans im Glück ab sofort nie wieder einen links geprägten Menschen bei sich im Lokal haben wird. Ich wollte den Burger trotzdem noch probieren. Ja, dann würde ich mich beeilen. Ich schätze, Ende des Jahres ist die Kette weg. Ja. Aber zu Recht. Da haben sich Faschisten getroffen. Und das Ding ist ja, die AfD hat in einem offiziellen Statement gesagt, dass niemand, der wahre Treue Deutschland gegenüber hat und der sich seiner Verantwortung, seinem Land gegenüber bewusst ist und seiner Kultur, etwas sich vor der AfD fürchten muss. Ja, weiß ich nicht. Das hört sich komisch an, oder? Das heißt nämlich so, also das hört sich nämlich so an, dass jeder in Ruhe weiterleben kann, wenn er auf Linie ist. Ja. Und ganz ehrlich, Leute, wirklich. Das Korrektiv hat heute einen kleinen Text veröffentlicht. Den möchte ich nur mal einmal kurz vorlesen. Seid nicht überrascht, seid nicht schockiert. Bitte seid ready. Seid ready im wahren Leben und zwar abseits von Social Media. Sprecht mit Kolleginnen, in der Familie mit FreundInnen, mit Nachbarn. Lasst nicht locker. Übt es zu argumentieren. Habt eure Fakten parat. Bildet euch.
Bleibt in Kontakt, auch wenn Meinungen mal auseinanderdriften. Stärkt Allianzen, führt die schwierigen Gespräche. Lest die Bücher, gebt sie weiter. Checkt in bei den BIPOC um dich herum. Geht wählen, wenn es an der Zeit ist. Also jetzt ist es wirklich Zeit, jeden fucking Menschen in eurer Umgebung, wo ihr das Gefühl habt, der ist bereit, diese verfickte AfD zu wählen, davon abzubringen. Ja. Also wirklich davon abzubringen. Und seid nicht emotional, seid nicht, ich weiß, mir fällt selber schwer, da klar zu denken und nicht die Wutbrille aufzusetzen. Aber das müssen wir. Wir haben ein Geheimtreffen von einer rechten Partei mit viel Macht und Geldgebern mit viel Geld, die vielleicht nie ans Licht gekommen wäre, wenn das Korrektiv nicht so gut recherchiert hätte. Ja. Und selbst jetzt ist unsere Politik nicht imstande, einfach zu sagen, das reicht. Weil ich glaube, Paragraph 21 ist es festgelegt, wenn eine Partei geheime Gespräche führt, um die Demokratie zu destabilisieren. Es ist keine Partei. Das ist antidemokratisch. Ist es keine Partei? Genau, ist ja antidemokratisch. Eigentlich dürfte dem Verbot der AfD jetzt nichts mehr im Weg stehen. Aber eigentlich müssen wir das aus eigener Kraft schaffen. Die Leute müssen sehen, dass diese Partei, das ist keine Protestpartei. Das ist auch Hitler und so weiter sind durch Gedanken wie, ach, so stark werden die schon nicht. Und ach, was sollen die schon machen? Millionen von fucking Menschen sind gestorben, nur weil Leute dachten, ach, so schlimm wird's nicht. Weil sie dachten, und damals waren die Leute wirklich in einer Notsituation. Die Leute hatten damals keine Arbeit, die hatten nichts zu essen. Euch und all euren Menschen um euch herum geht's verhältnismäßig gut. Ja. Ihr seid nicht darauf angewiesen, eine Partei zu wählen, die einfache Antworten für komplexe Themen liefern will, aber eigentlich gar keine Ahnung hat und die euch eines versprechen, aber das ganz andere in ihrem Wahlprogramm haben. Die wollen euch nicht stärken, die wollen die stärken, die jetzt schon stark genug sind. Und darum investieren ja auch so viele Leute in die AfD, die jetzt schon finanziell mächtig sind. Ja. Weil sie genau wissen, dass ihre Position dann noch verfestigter wird und noch stärker wird. Das ist vielleicht wirtschaftlich auf die eine Art gut, aber für ganz viele Menschen, die dieses Land hier seit Jahrzehnten, seit Generationen ihr Zuhause nennen, ist das sehr, sehr schlecht. Und es ist für jeden schlecht, der dann unter der Gunst der AfD steht, die dann entscheidet, wer guter Deutscher ist und wer kein guter Deutscher ist. Und schnell kann man, wenn man Unrecht nicht billigend hinnimmt, kein guter Deutscher mehr sein. Und dann sitzt man ganz schnell auf dem Boot nach Aleppo. Oder auf dem Moped nach Aleppo. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nach Aleppo. Ja. Und das ist halt ein Ding, das ist so leicht zu verhindern. Du bist gerade so in der Stimmung, du könntest jetzt ein rotes Manifest schreiben, oder? Schreib doch mal ein Manifest, ja. Stefan. Und ich habe jetzt für mich entschieden und ihr braucht euch nicht wundern, es werden jetzt sehr, sehr viele alte Folgen fliegen, weil es ist jetzt ein Punkt erreicht, wo man nicht mehr blöde Scherze macht und nicht mehr nur noch rumjuckst und rumdruckst und den klischeehaften Ausländer als Witzhülse benutzt. Und damit im Kleinen und Feinen rassistische Stereotypen weiterhin zu schärfen. Jetzt muss man Flagge zeigen und jetzt muss man auch standhaft sein und jetzt muss man diesen dreckigen, dummen, stinkenden Faschisten zeigen, dass das Land immer noch zu einem Großteil von klar denkenden Menschen bewohnt wird, die bei der nächsten Wahl auch ganz klar zeigen, was sie von solchen dummen, dreisten Nazi-Spacken halten. So. Amen, Bruder. Ja. Ich habe keinen Bock, in einem Land zu leben, in dem Menschen Angst haben müssen. Weißt du, das ist. Man kann nie Ungerechtigkeit komplett ausmerzen. Aber Faschisten verhindern, das ist jederzeit möglich. So.
Oh, ruf noch Alerta, Alerta. Ich bin gerade richtig in Stimmung. Gleich kommt ein Stein so durch mein Fenster geschmissen. Oh, das war für eine gute Sache. Ja. Ja. Nee. Ah. Ey, es ist echt, ich weiß, es ist anstrengend alles, aber wir müssen jetzt, wir sind, ey, ganz ehrlich, wir haben jede Menge neue Wahlberechtigte und ja, die Stimme auf dem Land ist einhellig und ja, viele Leute arbeiten hart und fühlen sich einfach ungerecht behandelt und ja, das stimmt und ihr sollt Kritik an der Scheißpolitik, die immer nur die Reichen noch reicher macht, äußern. Ihr sollt auf die Straße gehen, aber ihr sollt allen das Recht auf die Straße gehen zusprechen und nicht Abstriche machen, nur weil es nicht euren offensichtlichen Interessen, wobei der Klimawandel schon auch den Bauern zugutekommt. Jeden. Wenn er, ja, genau, auch wenn außer, er... Außer wenn du gerade im Sterben liegst, dann nicht. Nee, genau. Genau, wenn du 70 Winter auf dem Buckel hast, dann ist dir das vielleicht dezent egal, was in 30 Jahren ist. Ja, so. Und Ungerechtigkeit und Kritik, das ist, wir leben in einer Demokratie und wir leben in einer Meinungsfreiheit und jeder soll rausgehen und sagen, ihr da in Berlin macht scheiß Arbeit, macht bessere Arbeit, macht gerechtere Arbeit. Ich gehe den ganzen Tag arbeiten und ich will auch als Mutter von 3 Kindern einen Vollzeitjob haben und das ist eure Aufgabe als Politik, das möglich zu machen. Ich möchte Mutter sein, aber ich möchte mich beruflich verwirklichen und ich möchte auch ein gutes Leben haben und nicht in Geiselhaft genommen werden oder in Zwangshaft oder in Beugehaft, nur weil ich mich dazu entscheide, ein Leben ohne Kinder zu führen. Wir müssen viel mehr Gerechtigkeit einfordern, aber halt ohne Faschisten, ohne halt Menschen, die hier nach dem Krieg hergekommen sind, um uns die Drecksarbeit abzunehmen und die jetzt mit Schimpf und Schande wieder aus dem Land gejagt werden sollen. Ja, nee, danke. Und auch, ja, die kriminellen Jugendlichen am Arsch, Alter. Wie viele deutsche Torbens habt ihr in eurem Freundeskreis, der schon mal irgendwas geklaut hat, der schon mal einem aufs Maul gehauen hat im besoffenen Kopf, weil er irgendwie ihn blöd auf ein Schützenfest angemacht hat? Seid nicht immer so scheinheilig alle. Das kommt nicht auf die Ethnie oder die Herkunft an, wer ein Arschloch ist und wer nicht. Und ganz ehrlich, von vielen Aspekten anderer Kulturen könnten wir uns heutzutage als Ohm-Gesicht der Europäischen Union könnten wir uns auch mal eine Scheibe abschneiden. Das Ohm-Gesicht. Also, wie gesagt. Echt. Ja, so. Punkt. Ah. Hast du das mitgekriegt mit dem neuen Musikvideo von Rammstein? Oh nee, was ist da los? Es wurde jetzt die ersten Aufnahmen von dem neuen Rammstein-Video veröffentlicht, wo Till Lindemann eine junge Frau auf brutalste Weise in einem Kornfeld vergewaltigt und dann so in die Kamera dabei lacht. Okay. Also wirklich, ich habe die Ausschnitte gesehen und wenn selbst die Bild sagt, wow, Till, wow, Bro. Selbst die Bild, okay. Was für ein Schmutzmensch muss man sein? Und was für Leute sind es, die jetzt noch sagen, ich mache aber die Musik. Ja. Ja. Was ist das für eine Verhohn? Also, was ist das für ein Hohn, den er da über alle Opfer ergießt? Was ist das? Und vor allen Dingen die Band, die scheinbar jetzt nach der. Also nach dem, weiß ich nicht, wievielten Knall, nicht endlich mal sagt, nee, ey, ganz ehrlich, jetzt ist ein Punkt überschritten. Ja. Die sagen, ey, Till, was du da auch am Laufen hast, mach es alleine. Ja. Die haben doch ausgesorgt, sind doch finanziell nicht mehr auf den... Ja, die sind satt, ja. Klar. Wie viel Rammstein-Stickers hast du alleine schon auf Windschutzscheiben gesehen? Klar sind die Sachen. Ja. 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 Voll. Da kann man doch jetzt wenigstens die moralisch richtige Entscheidung treffen und sich von so jemandem wie Till Lindemann befreien. Ja, machen sie nicht. Machen sie nicht. Nee. Und das ist, ich habe die Clips gesehen, Alter, das ist übel. Also es ist richtig, mit Mund zu halten, Hals zu drücken und er rackt auf ihr rum. Ja, krass. Und das ist, nee.
Und ich habe, also auf Blue Sky schrieb eine junge Frau, die sagte, die wäre seit, also seit sie denken kann, ein riesen Rammstein-Fan gewesen, auf so viel Konzerten wie möglich, hat Merch gesammelt, alles. Aber seit diesen Vorwürfen und seit sie auch aktiv mit Frauen geredet hat, die da anonym Anklage erhoben haben, kann sie das nicht mehr. Sie kann das nicht mehr verantworten, die Musik zu konsumieren. Ja. Ne? Und verstehe ich voll. Ja, und sie sagt auch, was sie vorher, und das ist nicht mal irgendwas, was ihr jetzt schwerfällt, sagt sie. Das ist einfach diese moralische, dass es moralisch richtig ist, ist so viel größer, als dass man jetzt da hinterher trauert. Ja. Weil das einfach falsch wäre, da jetzt noch einfach zu sagen, ja, weiter wie. Vor allem als Frau, ne? Weißt du, du bist ja im Entferntesten betroffen. Und ja, so viele Frauen haben schon so Probleme mit übergriffigen Menschen gehabt. Das, ja. Verstehe ich einfach nicht. Ja. Ja. Und dieses Antisolidarische und das, ich verstehe das nicht. Also ich hatte ja selber damals in der Twitter-Timeline eine, die ja ein sehr großer Fan der Habsburgs war aus Österreich. Inzucht, ja. Und ja. Ja, ja, genau. Und Sissi, riesen Sissi-Fan. Sissi ist ein Habsburger? Ja, war der Franz nicht? Franz ist Habsburger, okay, krass. Ja. Ah, der sieht aber in den Filmen nicht aus wie ein Habsburger. Nee. Der hat weder Habsburger Kind noch Habsburger Lippe. Ja, du, das war. Ja, ich sag ja, das war ja bei 30 Rock die lustige Folge, wo sie dann den letzten hinterbliebenen Habsburgs auf so einer VIP-Feier hatten und dann. Ach, der, ich weiß gar nicht mehr, Günther, hieß der Günther? Auf jeden Fall sagte er so, ach, der gute Günther. Ja. Sein Familienstammbaum ist schon schwierig, aber ihm ist das alles egal. Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, keine Infektion zu erleiden. Ja, es ist, und die war so hardcore, sie sagt, ist mir egal, sie ist jetzt freigesprochen und diese ganzen Gutmensch und bla 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 und, ne, und ja. Und die habe ich dann auf Blue Sky einfach weggeblockt. Da dachte ja, ich, das ist jetzt ist meine Chance. Ja, du kannst auch nichts mehr sagen. Nee. Weißt du? Gibt halt Leute, mit denen kannst du nicht mehr reden. Auch so, es gibt ja auch so rechte Leute, mit denen kannst du einfach nicht reden. Es geht einfach nicht. Ja. Da gibt es keine. Ja. Da gibt es kein nichts. Nichts, was da. Ja, da kannst du auch in die Fresse hauen. Ja. Ja. Ja, und das ist, und ich sage ja, es ist halt. Ich muss dir nachher mal ein Video zeigen. Auch. Aber bei den Leuten habe ich dann das Gefühl, dass die gar keine, also die sind so von Hass erfüllt, wo ich mir immer denke, so, aber was bringt, also es sind dann so Leute, wo ich mir denke, aber was macht ihr? Was macht ihr, um Deutschland zu helfen? Genau. Also, ja. Ne, also seid ihr jetzt, also habt ihr einen euren Beitrag schon ausreichend dem System, das ihr so liebt und die Kultur, die ihr so liebt. Die meisten können ja, beherrschen ja nicht mal die Rechtschreibung. Hey, nichts gegen mich. Ey, aber du plädierst ja auch nicht darauf, auf Sittenverfall und der Untergang der kulturellen Deutschen. Doch, doch, ich will Sittenverfall. Ja, du willst es, aber du plädierst, ne, ja. Ne? So, und das eine ist, ne, zu sagen, ja, die bösen Ausländer, die können ja nicht mal unsere Sprache und dann aber das in schlechtester deutscher Rechtschreibung schreiben, das beißt sich. Ja, stell dir vor, ein Schwabe sagt dir, die Deutschen können nicht mal unsere Sprache. Ja, wollte ich gerade sagen. Du gehst raus an Schwabenländle. Schwabenland Handkäse. Heißt es hier, Penner. Ja, Handkäse und ja. Ja. Aber schön. Applewein und Handkäse, ne? War das, glaube ich, bei Badesalz? Applewein. Ja. Ja. Ja, Mensch, soll ich alle ficken, ey. Ja, aber es sind halt alle, ich sag ja, es ist, ich glaube, die Leute, die das wirklich lautstark fordern, ich glaube, die sind alle nicht selber so richtig. Sind, glaube ich, selber nicht der Wandel, den sie sich wünschen. Ja. Wir tun ja was für Deutschland. Wir machen ja unseren Podcast. Ja, wollte ich gerade sagen. Komplett selbstlos. Wir wiegeln den linken Geist in den Leuten auf. Ja.
Ich hab heute auch vorgestellt, dass man sich mal das kommunistische Manifest kaufen kann. Genau. Ja. Und ich möchte einfach nur noch mal an euch plädieren. Einfach nur jetzt noch mal an jeden plädieren. Ihr habt vielleicht in eurem Bekanntenkreis Eltern und so weiter, habt ihr viele Leute, die jetzt gegen die Grünen sind und so weiter und so fort. Aber versucht doch einfach mal für euch selber zu erörtern, zu welcher Gesellschaft ihr lieber gehören wollt, in der man Respekt voneinander hat, in der man Menschen akzeptiert, die weirde kulturelle Hintergründe haben, die wir vielleicht einfach nicht so direkt verstehen, weil wir es nicht kennen und weil es für uns fremd ist, aber nicht bösartig oder schädlich. Eine Gesellschaft voller Akzeptanz und einer Gesellschaft, wo man sich hilft und einer Gesellschaft, die vielleicht darauf aus ist, dass ihr dafür gelobt werdet, was ihr könnt und nicht in Korsett gedrückt werdet, wo nur die Leistung zählt und wo ihr nur eine Zahl in der Liste seid. Ja, und wo jeder sein kann, wo er ist, wie er ist. Genau. Ja. Und jeder sich geht nicht auf Dialoge ein wie, ja, und Pädophile sollen dann auch sein, wie sie wollen. Nein, ein Rechtsstaat bleibt es schon noch. Aber es ist, bist doch lieber ein Teil einer Gesellschaft, in der du sein kannst, mit all deinen Fehlern und mit all deinen Talenten und dass deine Talente vielleicht sogar gefördert werden, als eine Gesellschaft, in der die durch Ausgrenzung und Angst und durch Wachstum um jeden Preis und auf, dass du verzichtbar bist und dass du, ihr müsst doch einfach nur mal die grundlegenden Ansichten der Fraktionen einfach mal nur wacht auf, euch, verdammte dieser ja. Erde. Kommt und die ganzen und die stets man doch zum Hunger zwingt. Und die ganzen Leute, die demonstrieren am 1. Mai und so weiter. Ja, die wollen vielleicht das System zerschlagen, in dem wir leben. Aber überleg doch mal, ist das System wirklich noch so geil, in dem wir leben? Ist es nicht ein System, das sich wirklich lohnen würde, mal rebootet zu werden und vielleicht auf einer menschlicheren Basis wieder aufgebaut zu werden? Weil wir haben nur uns. So, wir haben macht euch ein Kreuz im Kalender. Heute wurde Stefan radikalisiert. Ja. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Filmtipp. Ja? Ja. Geil. Du kannst jedes Mal einen Filmtipp geben. Mach einfach. Nämlich der Film Red Rocket, der Typ mit der Hunderute. Ach so, ich dachte, das ist ein kommunistisches wie eine roten Rakete. Ja. Gibt es aktuell auf Amazon Prime leider nicht haptisch, also es gibt hier keinen Release. Man kann eine Blu-ray aus dem Ausland, aber die hat keine deutsche Tonspur. Ist mit Simon Rex in der Hauptrolle, den man aus den Scary Movie Filmen kennt, der auch der hat auch das Eminem Rap Battle aus 8 Mile. Ah, okay. Der Typ war das, ja. So, gut gealtert. Spielt einen in die Jahre gekommenen Pornodarsteller, der zurück nach Texas in seinen Heimatort kommt, zu seiner Ex-Frau, die mit ihrer Mutter in einem Trailer wohnt. Geil. Und versucht da unterzukommen, ist total lidiert, dass der Film beginnt mit Bye 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 von, ich glaube, NSYNC. Okay. Landet dann bei seiner Ex-Frau und versucht wieder auf die Beine zu kommen. Sie war auch Pornodarstellerin, die sind dann aber irgendwann auseinandergegangen, weil sie halt sie wurde abgeworben von einem anderen Darsteller und ist dann auch auf Age hängen geblieben. Heroin. Oh, ja. Und er lernt dann eine 17-Jährige, die heißt Strawberry. Geil. Eine kleine rothaarige Schönheit im Donut Store kennen. Und
Der Typ ist halt einfach scheiße auf zwei Beinen. Alles, was er anfasst, alle Menschen, die er in seinen Sog zieht, zieht er mit runter. Und du merkst ganz schnell, dass, was er für ein narzisstisches Arschloch ist. Dann ist ein Typ, der mit der Strawberry redet. Und dann, er so, wer ist der Typ? Ja, der wollte mal was von mir. Ich habe ihm auf dem Abschlussbein geblasen und so. Und dann zieht er sie sofort an der Hand und so, so, wir fahren jetzt zu ihm. Und du sagst ihm, dass du jetzt mit mir zusammen bist und so. Und dann steigt er so aus, der Typ kommt, das ist so ein kleiner Hämpfling. Und er kommt dann so, packt den, bleib im Auto, sagt er so zu ihm und geht dann so zu dem Typen. Alter, sie spielt jetzt in der anderen Liga. Geh auf Pornhub. Google, siehst du das? Google meinen Namen. So total narzisstisch, geil. So fixiert darauf. Sie spielt jetzt in der anderen Liga. Glaubst du, damit kannst du mithalten? Ich habe dreimal den so und so für den besten Blowjob bekommen. Und das ist auch die Unterhaltung immer, dass er den Preis für den besten Blowjob bekommt, wenn doch die Frauen die ganze Arbeit machen und so weiter. Und das ist eine fantastische Sozialstudie mit einem wundervollen Ende. Der Regisseur, Sean Baker, der hat auch vor ein paar Jahren, ich glaube 2017, den Film The Florida Project gemacht. Der spielt die Kamera begleitet da die ganze Zeit ein kleines Mädchen, die in so einer Hotelanlage in Florida lebt, wo halt die ganzen Hotelanlagen so noch in diesen, weißt du, aus der Zeit, wo Florida noch seine Prunkphase hatte, wo alle Gebäude pink und türkis gestrichen waren und lebt in so einer heruntergekommenen Hotelanlage. Ihre Mutter ist Prostituierte. Der Verwalter dieser Hotelanlage wird von Willem Dafoe gespielt. Dafoe. Und du siehst aber diesen ganzen Film und dieses Sozialdrama immer bei der Kleinen. Und die macht es so gut, die Kleine. Die spielt es so gut. Und die hat dann immer so einen kleinen Boyfriend, der immer so mit ihr da rumhängt. Und die bauen immer nur Scheiße. Und es ist so ein herzlicher, herzzerreißender Film, The Florida Project. Ich weiß gar nicht, ich kann mal kurz gucken, ist der auch auf Prime? Ist aktuell leider nicht im Streaming. Den kann man aber ruhig mal... doch, ist tatsächlich im Arthouse Plus. Wenn man den Channel Arthouse Plus bei Prime abonniert. Kann man bestimmt auch 7 Tage testen. Aber kann man auch 7 Tage kostenlos testen. Ja. Aber auf jeden Fall Red Rocket, der Typ mit der Hunderute, ist auf Prime, Standard auf Prime. Und den kann ich nur empfehlen, den habe ich diese Woche geguckt. Hat 4 von 5 Sterne bekommen. Ein toller, berührender Film über einen kompletten selbstverliebten, selbstzerstörerischen Typen, der einfach nicht damit, der sich nur über eine Sache definiert und allem um sich rum mit in den Abgrund zieht, und es ist fantastisch. Ich hätte eine kurze Filmfrage an dich. Ja. Du kennst du diesen Film, der über Jahre gedreht wurde, über so einen Jungen und der in dem Film dann älter wird? Ja, fandest du den auch so scheiße wie ich? Ich hab den nie gesehen. Ah, fuck, okay, schade. Ja. Aber pack dir den mal auf die Liste. Ja, den, ich komme aber gerade nicht auf den Namen. About a Boy? Boyshood, glaube ich. Boyshood, ne? Boyhood hieß der, genau. Boyhood. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Okay. Und nur noch mal um letzte Woche noch mal, da habe ich so wohlwollend sofort Ja gesagt, als du sagtest, das ist doch von dem Macher von Pi. Der Macher von Pi war Darren Aronofsky, der auch Requiem for a Dream gemacht hat, Black Swan, The Whale jetzt aktuell mit Brendan Fraser und Mother und The Wrestler. Okay. Alles gute Filme, vor allen Dingen Mother. Also Requiem for a Dream fand ich krass und The Whale, was war dazwischen nochmal? Black Swan. Black Swan, den muss ich, glaube ich, mal gucken. Mit Natalie Portman und The Wrestler mit Mickey Rourke. Auch gut, ja. Auch solider Film. Pi habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, war aber so glaube ich, sein erster. Pi habe ich gesehen. Und Noah hat er gemacht mit Russell Crowe und Emma Watson. Ah, okay. Ja. Ja, der hat eine sehr starke Neigung zu
biblischen Thematiken, zum Beispiel bei Mother mit Jennifer Lawrence. Also der Film beginnt damit, dass ein Haus in Schutt und Asche liegt. Dann kommt Javier Bardem, der nur er heißt, baut das Haus wieder auf und die Mutter erscheint. Die steht aus der Asche. So, und dann passieren in diesem Haus Dinge, die, wenn man ein bestimmtes Buch gelesen hat, sehr stark und sehr gut zuordnen kann. Und der ganze Film ist im Grunde eine Metapher. Aber what the fuck? Was da drin abgeht? Also, die Bibel ist a hell of a book. Also, das ist wirklich fantastisch und perfekt gespielt von Jennifer Lawrence. Und ich glaube, den Vorteil hatte ich nicht, aber es ist gut, wenn man weiß, dass das der ganze Film Mother eine ist halt einfach, basiert halt einfach, alles, was da passiert, basiert halt auf das, was dem, was in der Bibel passiert. Und wenn, ich hätte es mir gewünscht, dass ich es beim ersten Mal wusste, aber ich habe es leider erst so ab der Hälfte des Films verstanden, dass das alles eine Ja. Eine Allegorie, glaube ich, nennt sich das auf die Bibel. Fachwörter mit Stefan. Ja. Ja. Wo es keine Fachwörter gibt, ist auf unserer Playlist Interieur fürs Gehör, auf der wir jede Woche zwei Lieder parken, die wir gerade nicht brauchen und die ihr vielleicht, so wie eBay-Kleinanzeigen für Lieder. Mhm. Und ich packe dieses Lied wird dieses kein einfaches Lied sein. Dich. Okay. Ich habe ein bisschen gehasselt, aber ich glaube, diese Woche packe ich dann thematisch zur Folge packe ich die Toten Hosen drauf. Mit dem mit ihrem Lied, nee. Mit ihrem Lied Willkommen in Deutschland von ihrem Album Kauf mich. Was für mich persönlich eins der besten Lieder der Toten Hosen ist und auch eigentlich sehr aktuell ist. Okay. Das ist ein gutes Lied. Und ich finde allgemein, die Toten Hosen haben auch so im Großen und Ganzen die besseren Anti-Nazi-Lieder geschrieben als die Ärzte. Mm-hmm. Also da waren die Ärzte. Also was die live abgeliefert haben, weiß ich nicht, aber ich finde Schrei nach Liebe ist nicht so ein guter Anti-Nazi-Song. Aber der bekannteste. Aber der bekannteste. Und ich finde einfach Deine Schuld ist ein super Lied, aber kann leider auch zweckentfremdet werden vom Text. Ja. Für Querdenker. Ja. So wie Freiheit jedes von Wessernahen. Ja, genau. Nee, ich packe die Toten Hosen. Ich habe lange überlegt, aber ich möchte es drauf haben, weil ich finde, das ist ein gutes Lied. Ist ein gutes Protestlied. Ich dachte, du packst gegen... das K mit Antifaschist darauf, aber hey. Haben wir das nicht? Das haben wir, glaube ich, sogar drauf. Können wir sogar drauf haben, ja. 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 Und das ist ja ein roter Faden, der sich durch unsere Playlist zieht. Unser erstes war ja immerhin Plan von einer besseren Welt von Sonderschule. Und ich glaube, Anti-Nazi- und Antifaschisten-Lieder kann eine Playlist nie genug haben. Und da mir Campino in den letzten Jahren sehr sympathisch geworden ist irgendwie, wobei man lange immer dachte, der wäre irgendwie so ein Hund. Aber eigentlich ist er schon sehr selbstreflektiert geworden. Und dem braucht man nicht mehr so viel Groll entgegenbringen. Ja. Was packst du diese Woche drauf, Bobby? Ich packe eine australische Punkband drauf. Emil and the Sniffers. Emil and the Sniffers. Ja. Ey, ich muss bei Sniffer ja immer an Leuten denken, die an Arschlöchern riechen, ne? Bei Sniffen. So. Ja, kann gut sein. Ja. Und ich packe das Lied, das ist, glaube ich, auch das bekannteste von denen. Guided by Angels drauf. Okay. Ja. Ist das ein Anti-Kirchen-Song? Nee, das ist eine Dame, die singt. Hm? Eine Dame. Sie sieht aus, als würde sie dich in der Kneipe verprügeln. Echt? Sie hat auch ein Lied drüber, dass sie in die Kneipe rein will, sie will aber nicht keine Probleme machen, sie sucht nach Liebe. Das ist sehr gut. Ja. Ja, nee, sie ist geil bei Angels. Ich glaube, kann sein, dass das ironisch ist, aber hey.
So betrete ich auch jeden Raum. Ja. Leute, ich will keinen Stress. Ich bin nur auf der Suche nach Liebe. Ja. Ja. Kann ich auch empfehlen, das Lied, aber ich pack das halt drauf. Geile Band jetzt. Geil. Ja. Okay. Ist Punk. Dann haben wir es. Ja, Punk ist immer gut. Ja. Dann war es das für diese Woche. Und denk nochmal dran, lieber Punk als Agrardiesel im Tank. Ja, unsere Worte habt ihr vernommen. Nun traget sie raus in die Welt. Genau. Bis zur nächsten Woche. Alerta, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.